Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Ich meine, schön ist es hier ja, aber nicht so schön wie in Winden. Hallo? Wer bist du denn? Wir versuchen hier gerade den Mindcast aufzunehmen. Ah, ja, Mindcast, schön und gut. Aber wir werden auch einen Podcast zusammen aufnehmen. Scheinbar erst in deiner Zukunft? Gehe einfach auf sigmundus-podcast.de und folge den Spuren. Spuren? Was für Spuren? Du, ich muss jetzt aber auch los. Aber vergiss nicht, wenn Vögel fallen und Kinder verschwinden, dann ist klar, wir sind in Winden. Tag Nerds, hier sind wieder Markus und Christian, eure Nerds von nebenan. Heute versuchen wir den Launch und aktuellen Stand der Next-Gen-Konsolen miteinander zu diskutieren und das Cover der Folge verrät euch, was es mit dem Untertitel der Folge Glatze, Mütze, Glatze auf sich hat. Los geht's! Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Willkommen zurück nach diesem fantastischen Intro. Ich werde nicht müde, dieses Intro zu loben, denn ich mag es sehr gerne. Heute sind nicht nur der Christian und ich da, sondern auch der liebe Daniel, den ihr bereits aus einer der allerersten Mindcast-Folgen noch kennen dürftet. Hallo Daniel. Moin moin, schön, dass ich wieder am Start sein darf. Ja, lange mussten wir beide darauf warten, nachdem wir schon über den goldenen Jahrgang 1985 gesprochen haben, war es jetzt mal wieder längst überfällig. Und es hat jetzt tatsächlich bis Staffel 2 gedauert. Der Christian ist auch mit am Start. Guten Abend, der Herr. Einen wunderschönen guten Abend und wollte jetzt über das goldene Jahr 1985 nochmal reden, weil dann bin ich raus. Ich bin ja 2 Jahre älter als ihr. Es ist so geil. Die meisten Leute reden nie übers Alter und Christian wird irgendwie in der letzten Zeit, habe ich das Gefühl, nicht müde, immer und zu jedem Moment zu erwähnen, dass er älter ist. Neulich im Livestream auch. Ah ja, ich bin ja älter als ihr beide, ne? Also, wir haben es verstanden. Du bist alt. Irgendwer musste Methusalem raushängen lassen. Ja, pack's lieber mal ein, was du da raushängen lassen willst. Denn wir sprechen heute nicht über Fleischpeitschen, sondern über Konsolen im weitesten Sinne, haben wir uns so überlegt. Denn wir drei bilden ja ein ganz tolles Dreigestirn, haben wir festgestellt. Der liebe Daniel, in welcher Ecke siehst du dich so verortet? Wir haben ja 2 Dreigestirne ausgemacht. Meinst du das lokale oder das Gaming-Dreigestirn? Ja, eher das Gaming-Dreigestirn. Das Gaming-Dreigestirn. Ich komme natürlich, da ich ja auch für Xbox Dynasty schreibe, seit nunmehr 11 Jahren, natürlich, obwohl ich in der letzten Konsolengeneration tatsächlich alle Konsolen zu Hause hatte, natürlich eher aus der Xbox-Ecke. Und ich komme ja aus der, eigentlich also so ganz hardcore-mäßig aus der PC-Ecke natürlich. Aber wenn wir über Konsolen sprechen, bin ich auf jeden Fall bei Sony zu Hause und auch seit jetzt mittlerweile schon Dezember glücklicher Besitzer einer PS5. Und Christian, wo siehst du dich gerade so? Ja, mich hat's quasi in die Retro-Ecke reingeschoben, weil ich bin noch kein Besitzer einer niegelnagelneuen PS5. Hat aber auch die einfache Bewandtnis, dass ich erstens nicht genug Geld zu dem Zeitpunkt hatte und zweitens sowieso warten wollte, bis die ersten, ich sag mal, Kinderkrankheiten dann raus sind. Ja, über Kinderkrankheiten und so weiter, da können wir auf jeden Fall gleich auch noch ein bisschen sprechen, denn da gehen die Meinungen und Erlebnisse richtig, richtig weit auseinander. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich schon mitbekommen, in dem einen oder anderen Monat, der jetzt schon im Kalender verstrichen ist. Aber lass uns doch erstmal generell schauen, wenn wir jetzt dieses wunderschöne Dreigestirn haben, der Daniel Xbox, ich PS5 und du so ein bisschen, ja, das ist immer jetzt immer noch, also für mich ist es immer noch so die Übergangszeit, sagt man jetzt noch Current Gen oder ist es schon die Last Gen? Ich, keine Ahnung, wir sprechen jetzt ja auch bei der PS5 und Xbox, wie heißt sie noch gleich, von Next Gen, ich finde es immer sehr, sehr schwierig. Wie geht also, euch das? Kommt wieder aus Current Gen wird... Current Gen wäre für mich persönlich jetzt so noch das Passende. Last Gen würde ich jetzt die PS3 einordnen. Ja, ich glaube, es ist echt immer so ein bisschen Perspektivfrage, ne? Das ist echt. Okay, lasst uns, weil sie einfach noch nicht allzu alt sind, von der jetzt aktuell neu rausgekommenen Konsolengeneration einfach mal bei Next Gen bleiben.
Auch wenn es so faktisch jetzt natürlich nicht mehr unbedingt stimmt. Und ja, sagen wir Next Gen und PS4 oder irgendwie so. Keine Ahnung. Naja, wir werden schon einen Weg finden, uns gegenseitig zu verwirren, da bin ich mir sicher. Wenn wir jetzt aber... Ja, vor allem ich mit meinen ganzen X's und Series und... Ach, ich versuche gar nicht mehr, mir das zu merken. Ich sage einfach immer nur neue Xbox. Ich unterscheide da auch gar nicht zwischen verschiedenen Versionen. Neue Xbox, fertig. Bin ich ganz ehrlich. Wenn wir auf dieses Dreigestirn jetzt gucken, ist die erste Frage, und das ist ja auch so ein Thema gewesen, was du jetzt so ein bisschen vorgeschlagen hast, Daniel, danke auf jeden Fall dafür. Das passt nämlich echt super in dieser Konstellation, finde ich, auch wenn du das noch gar nicht so ganz genau wusstest eigentlich. Wenn wir uns das anschauen, es ist nach wie vor das große Problem mit den Lieferungen von der PlayStation. Bei der Xbox gefühlt hat sich das so ein bisschen normalisiert. Kannst du da was zu sagen, Daniel? Es ist auf jeden Fall besser geworden. Also es gibt auch oder gab auch mehrere Lieferphasen und auch mehr als bei der PS5 tatsächlich. Ich kenne persönlich jetzt auch sogar, obwohl ich, ja klar, ich komme aus der Xbox-Ecke und ich habe da auch mit Xbox Dynasty viele Freunde, die einen Xbox haben, aber tatsächlich aus dem sonstigen Bekanntenkreis haben mittlerweile mehr Leute eine Xbox zu Hause stehen als eine PS5, weil die einfach entweder keinen Bock mehr hatten zu warten oder eben in dieser Wartezeit so viel von Microsoft vorgeschossen wurde und dann eben nochmal diese zusätzlichen Lieferwellen kamen, dass die dann gesagt haben, ich schlage zu. Aber es sind trotzdem noch immer noch ziemlich viele Leute draußen, die gerne einen Xbox Series X hätten, die aber noch keine bekommen können und auch noch sehnlichst drauf warten. Das heißt, es ist tatsächlich in beiden Lagern immer noch so, dass wir zwar jetzt eine Next-Gen haben, aber da kaum einer die Finger dran bekommt. Ja. Das ist ja auch so, dass das schwieriger daran finde ich, das ist die erste Konsolengeneration für mich. Ich bin über weite Jahre ja gar nicht so konsolenmäßig unterwegs gewesen. Es kam eigentlich erst so mit der Dark Souls-Zeit auf der PS3, dann PS4, sodass ich da mal wieder so richtig eingestiegen bin ins Konsolengame irgendwie. Das ist aber so die erste Konsolengeneration jetzt gerade, wo ich gefühlt eigentlich so gar nichts mitbekomme. Und das finde ich total merkwürdig, denn von der Xbox kriege ich einfach nichts mit, weil ich bin jetzt weder auf irgendwelchen Xbox-Seiten unterwegs, noch habe ich da den großen Xbox-Let's Player abonniert oder sonst irgendwas. Das kann ich mir also noch erklären, aber PlayStation, da informiere ich mich ja schon. Da ist eigentlich das Einzige, das ich mitkriege, sind nicht genug da. Ne? Und ich finde es echt merkwürdig, weil wir normalerweise ganz, 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 ganz viele News bekommen zu den neuen Konsolen, neue Spiele und so weiter und so fort. Und ich habe so in der Vorbereitung für den Podcast so ein bisschen drüber nachgedacht, über das Thema, das wir sprechen, und bin für mich zum Schluss gekommen, woran liegt das eigentlich? Und mein Gedankengang war eigentlich, im Moment gibt es für die PlayStation auch gar nicht so viele Spiele. Irgendwie so, also gefühlt für eine frisch erschienene Konsole ist da irgendwie noch nicht so richtig was gekommen. Und selbst wenn ich mir das Portfolio von der PlayStation 5 anschaue, und da kommt gleich wieder der Christian ins Spiel. Achtung, Überleitung incoming gleich. Sattel die Hufe, mach dich bereit. Das Ding ist, ich erwarte. Moment, sattel die Hufe? Egal. Das Merkwürdige ist, wenn ich mir das Portfolio nämlich anschaue, es gibt nicht allzu viele Spiele, und wenn ich mir das Portfolio genauer anschaue, von den Spielen, die es gibt, gibt es für meinen persönlichen Geschmack auch nur einen Bruchteil, der mich interessiert. Und das ist was, das ich so zum ersten Mal bei einer Konsole erlebe, die schon mehrere Monate draußen ist. Ich hatte das bisher immer so, dass es schon viele Spiele gab, die ich gerne gezockt hätte, manche dann nicht so gerne, aber schon auch gerne gehabt hätte und so weiter. Jetzt gerade ist es so bei der PS5, Demon's Souls war für mich ganz klar, das war ein Must-Have, gefällt mir auch sehr gut. Und darüber hinaus wird es schon echt eng. Und ich rede jetzt nicht von Spielen, die jetzt irgendwann kommen, sondern die jetzt schon verfügbar sind. Spider-Man Miles Morales macht auch mega Bock, bin ich aber noch nicht, weil ich erst das Spider-Man Remastered durchspielen will. So. Und bis auf diese beiden Spiele wüsste ich gerade nicht so richtig, worauf ich heiß bin. So, was wir jetzt generell erwarten und so weiter, da gucken wir gleich auch nochmal drauf. Aber wie geht dir das denn, Christian? Weil wenn du jetzt mal guckst, so in Richtung zukünftige Konsole oder zukünftige Konsolengeneration aus deiner Perspektive gedacht, gibt es da jetzt gerade so ein Spiel, wo du denkst, scheiße, ich brauche eine PS5, sonst hat mein Leben keinen Sinn mehr. Wann kriege ich sie endlich?
Ja, es ist zurzeit so, dass, wie du schon sagtest, mit der PS5 noch nicht so viele Spiele selber erschienen sind, jetzt quasi die exklusiv für die PS5 sind. Ich habe mir das auch mal gerade angeguckt. Im Prinzip sind es viele eigentlich Portierungen, die von der PS4 auf die PS5 gekommen sind. Und ja, ist schwierig. Ich hatte das damals mit der PS4 genauso. Da war ich tatsächlich einer derjenigen, die die Konsole recht früh gekauft haben. Ich glaube, ich war in der zweiten Welle mit dabei. Und es gab tatsächlich genau zwei Spiele, die ich spielen konnte, die wirklich für die Konsole rausgekommen sind. Das eine war Neck und das andere war ein Shooter, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Killzone? Und ja, genau, Killzone. Killzone war es. Und das ist auch wirklich lange Zeit so gewesen, dass neues Material echt auf sich hat warten lassen. Übrigens zwei ganz merkwürdige Launch-Titel, finde ich, aber das ist eine andere Sache. Wobei Neck fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht und Killzone war einfach brutal schnell durchgespielt. Also ich glaube, ich habe 12, 15 Stunden irgendwie so gebraucht, bis ich das durch hatte. Geht ja sogar noch. Ja, war tatsächlich recht schnell durch. Man muss aber dazu sagen, ich bin so einer, der spielt einmal die Story durch und ich bin nicht so ein Platin-Gamer. Nee, das bin ich auch nicht. Aber tatsächlich ist es zurzeit so, dass mich jetzt von den Spielen, die jetzt zurzeit auf dem Markt sind für die PS5, nichts unbedingt reizt, wo ich jetzt sagen würde, ja, ich muss mir jetzt unbedingt die PS5 kaufen. Mhm. Das passiert tatsächlich erst nächsten Monat. Ja, ich weil weiß, was kommt, du jetzt erzählst. Weil dann kommt das neue Final Fantasy Spiel raus. Na, dieses Final Fantasy 7, die Yaffie-Edition, sage ich jetzt mal. Und das wäre tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, ja, das würde ich schon gerne zocken. Wobei ich auch sage, ich sehe nicht ein, irgendeinem Scammer nochmal 200 Euro mehr in den Rachen zu schmeißen, nur damit ich dieses Spiel spielen kann. Dann habe ich lieber ein bisschen Geduld. Es kommt vielleicht dann irgendwann meine Zeit, wo ich mir eine PS5 kaufen kann. Vielleicht sogar zu einem erschwinglichen Preis, vielleicht sogar noch günstiger als jetzt. Und ja, mal schauen. Ja, du bist da leider, glaube ich, deutlich geduldiger als ich. Ich bin da sehr, sehr schlimm. Was war denn dein, lieber Daniel, was war denn dein Key Selling Point für die neue Konsole spieltechnisch? Also nicht hardware-technisch oder so, sondern wo du wirklich sagst, das Spiel, das war direkt das erste, was ich eingelegt habe und losgezockt habe. Mhm. Ja, das gab es ja witzigerweise auch nicht so. Das sah ja ähnlich mau aus wie bei der PS5 auch. Das ist krass, oder? Was bei halt der aktuellen Generation. Ja. Also was mich bei der Series X halt noch heiß gemacht hat, war wenigstens das Gros an Informationen, was du vorher gekriegt hast. Bei der PS5 war es ja tatsächlich sogar noch so, das, was du eben beschrieben hast, dieses irgendwie kommen keine Infos. Das hattest du ja sogar vorher auch. Also du hattest ja teilweise bis auf 3 Wochen vorher, glaube ich, nicht einmal irgendwie einen Screen von dem Menü gesehen. Die Leute, die es antesten durften nicht mal die Konsole anfassen. Also da wurde ja so wenig rausgegeben über diese Konsole, dass viele ja gedacht haben, vielleicht wird die nochmal verschoben, weil die gar nicht fertig ist. Was machen die da eigentlich? Und da war Microsoft ein bisschen zugänglicher und hat vorher schon ordentlich Infos rausgeballert. Bist gerade irgendwie ein bisschen abgehackt bei mir. Was du halt dann nutzen kannst. Irgendwie ein bisschen. Ich sag nochmal was, ob das auch weiter so. Hoher Ping bei mir gerade hier. 200, 300. Warte mal. Vielleicht sagt Vodafone bei mir auch gerade Ciao. Zu viele Leute in der Nachbarschaft gucken jetzt gerade Disney Plus. Adios. So, ich glaube, jetzt geht's aber besser. Ich quatsch einfach weiter und wenn ich abgehackt bin, sagst du Bescheid. 350, 400, 600, 450. Wo waren wir denn? Also ich habe hier ganz normal 70 bis 90. Oh, jetzt scheint es sich wieder einzupendeln. Wir waren bei deinem Key Selling Point. Es gab noch nicht die große Bandbreite. Ach genau. Also Microsoft hat wenigstens ein paar mehr Informationen zur Konsole rausgehauen, deswegen ich dann gesagt habe, da habe ich Bock drauf, auch wenn halt kein großartiges Spiel als System Seller dabei war, aber allein halt dieses Versprechen, was die Konsole alles kann und dass Spiele, die du bereits hast, besser
werden darauf. Also du hast viele Spiele halt, die du jetzt für die Xbox One schon hast, ein Upgrade bekommen, sei es jetzt mit Texturen, mit einem FPS-Boost, dass du halt wirklich Spiele, die du vielleicht schon auf der Platte hattest, bei mir sind das unendlich viele, die ich habe, aber noch nicht viel oder gar durchgezockt habe. Und allein dann schon zu wissen, die kann ich halt in 4K mit 60 FPS mit geileren Texturen nochmal zocken oder endlich zocken, das war für mich halt und gehypt zu sein für die Konsole und halt das Versprechen, dass halt irgendwann dann mal coole Titel da rauskommen. Okay. Ja, 4K und 60 FPS ist auch so ein Thema, wo ich direkt schon wieder Galle schmecke. Diese Versprechen. Zumal das von, ja auch ein Versprechen ist, was noch nicht eingehalten wird. Ja, aktuell, ja. Das wird wahrscheinlich auch wieder bis zum Ende der Konsolengeneration nicht kommen, weil es genauso ein Bullshit ist wie bei der PS4. So, da hieß es auch, jetzt könnt ihr alles und dann hast du mal irgendwas auf 4K gespielt. Ich meine, mich juckt das 4K-Zeug eh nicht so, weil ich keinen 4K-Fernseher habe aktuell, ne? Aber das Versprechen ist halt immer da und am Ende des Tages ist es in der Regel so, dass selbst auf Full HD die Spiele nicht in 60 FPS alle laufen. Und da kriege ich einfach schon das Kotzen. Also warum dann überhaupt 4K versprechen, wenn du es nicht mehr auf Full HD in 60 FPS spielen kannst? Und Full HD 60 FPS, das sollte einfach das Minimum sein, meiner Meinung nach, was überhaupt noch produziert wird, weil alles andere einfach totaler Schwachsinn ist. So, ich meine, klar, wenn du jetzt hier so ein rundenbasiertes Strategiespiel hast, da musst du jetzt nicht unbedingt 60 FPS haben. Aber die gibt es jetzt auf der Konsole jetzt auch nicht so in Massen, sagen wir mal so, ja. Und das, ich weiß nicht, das hat bei mir immer so einen Beigeschmack, ne? Die machen Werbung und klar machen die natürlich Werbung und das sind theoretische Leistungsgrenzen und maximal erreichbare Dinge und so weiter. Aber das ist dann, wenn du so ein Spiel einlegst oder dich über ein Spiel informierst, ist das für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, ist das, wobei ich jetzt bei Spielen natürlich auch ein bisschen actionorientierter bin, als jetzt vielleicht ein Christian, der mehr so Rollenspiele und sowas spielt, wo das jetzt nicht unbedingt ganz so entscheidend ist, je nachdem, was man spielt. Ich finde es super schwierig, dann ein Spiel einzulegen oder zu starten und man hat diese Versprechungen im Hinterkopf und gehen wir einfach mal davon aus, man hat sich vorher nicht informiert, was ich mittlerweile wirklich immer mache, gerade bei den Spielepreisen jetzt aktuell. Und das Spiel startet und du denkst dir so, da hatte ich aber irgendwas anderes dazu im Kopf irgendwie und das fühlt sich für mich dann immer so ein bisschen an, wie du kriegst von der Telekom eine geile Internetleitung versprochen, das, was sie dir versprechen, ist aber so das theoretische Maximum und dann kommst du ein Zehntel der Geschwindigkeit an, weil du auf dem Dorf wohnst oder so. Ja. Und das ist dann so mein Gefühl mit dem Spiel. Zumal es dir jetzt gerade in der Zeit auch so suggeriert wird, weil du jetzt zum Beispiel nicht mehr, wie auf der Gamescom, die Möglichkeit hast, du kannst es mal anzocken. Ja. Klar, da haben sie es meistens auch auf einem Ultra-High-End-PC laufen, aber da kannst du dir trotzdem mal so einen Eindruck machen, das, was du in Trailern versprochen kriegst, ist das, was das Spiel wirklich hinterhält. Und jetzt aktuell musst du dich ja wirklich darauf verlassen, das, was als Trailer gezeigt wird, wo man dir sagt, das ist ein Gameplay-Trailer, wo du halt auch nicht weißt, ist das jetzt geskriptetes Gameplay oder setzt da wirklich jemand und zockt das und dann legst du halt, wie du sagtest, so ein Spiel ein. Bei den älteren Spielen, da funktioniert das halt wirklich, wo du dann halt wirklich auch 60 FPS und 4K hast. Ja, aber die sind Spiele ja auch nicht auf dem halt Stand der Technik. Besser. Genau, richtig. Die sind dann halt 6 Jahre alt, sehen dann trotzdem noch gut aus mit dem Upgrade, aber das ist halt nicht das, was die Konsole kann. Und dann habe ich dann jetzt zum Beispiel so ein Control, wo ich mich super drauf gefreut habe, weil es dann hieß, 4K und Raytracing sieht Bombe aus, wenn du dich halt nicht bewegst. Aber dann hast du halt Spitze, wenn alles stabil läuft, 30 Frames. Und wenn du dann einfach mal in diesen Performance-Modus schaltest und Control mit 60 FPS spielst, dann willst du halt auch nicht mehr zurück. Nee. Und dann musst du halt wirklich abwägen. Ruckeliges Erlebnis mit Raytracing, super geil, das, was die Konsole eigentlich bringen soll oder versprochen hat zu bringen, oder du spielst es halt flüssig, aber dafür sieht es halt nicht so gut aus, wie du es haben kannst, wenn du im Menü einfach nur einen Button umswitchst. Und eigentlich das, was ich mir von der Konsolengeneration versprochen habe, klar, da sagen viele auch immer, es ist naiv für den Preis, weil du für den Preis halt nicht mal so einen guten Rechner kriegst, der dir erst zaubern kann. Aber ich habe eigentlich schon gedacht, dass es am Anfang so weit ist, dass man dann tatsächlich auch beides kriegen kann oder zumindest ordentlich kriegen kann. Aber anscheinend müssen wir da tatsächlich, wie du schon sagtest, so wieder so 3-4 Jahre drauf warten, bis alle die Technik im Griff haben und man dann wirklich mal dieses 4K mit 60 FPS. Ja, das ist das, was mich halt super abfuckt. Das ist das, was mich super abfuckt, weil
Nicht nur ist es schon abzusehen gewesen vorher, weil es bei der PS4, also ich spreche jetzt primär natürlich von der PS4, weil ich zur Xbox nicht wirklich was sagen kann, aber ich denke mal, es war ja ähnlich. Du kannst dich nicht drauf verlassen. Dann gehst du mit voller Vorfreude da wieder rein und kriegst wieder einen Tritt in die Nüsse. Und das, was, also ich finde es, also ich finde es schon erschreckend, dass sie das nicht hinkriegen und das scheinbar ja auch gar nicht wollen, weil es so aktuell einfach nicht möglich ist in dem Rahmen. Aber was ich trauriger finde, ist, dass sie nicht mal einen Launch-Titel haben, der das bringt. Launch-Titel auf der PS5 finde ich jetzt eh sehr mager. Also generell die Spielauswahl ist ja noch mager, aber dann auch noch die Launch-Titel, die direkt da waren. Das war für mich ganz klar einfach nur ein Demon's Souls und das ist ja bekanntermaßen nicht für jeden was. Das ist ja wirklich eine sehr starke Geschmacksfrage. Damit kriegst du ja wirklich nicht jeden, auch wenn es der leichteste Teil der Reihe ist, auch das Remake. Und das finde ich halt schwierig, dass du nicht mal einen Launch-Titel hast, wo du sagen kannst, der macht genau das auf Maximum und das ist ein Brett, was du komplett durchballern kannst und das ist genau diese Pracht und die zeigt wirklich direkt die Konsole an der Grenze. Und das ist das, was für mich persönlich ein Launch-Titel sein muss. Der muss die Leistungsgrenze zeigen können. Und nicht erst 3 Jahre später. Mach. Darf ich? Meine kurze Verständnisfrage. Du sagtest, dass Demon's Souls ist das leichteste der Reihe. Ja. Es gibt ein Souls-Spiel, was leicht ist? Ja, das leichteste der Reihe sagt es ja schon. Also wenn du, also es ist tatsächlich, wenn du die anderen Teile gespielt hast und die eigentliche Reihenfolge ist ja Demon's Souls, dann Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro. So, wenn du von den Soulsborne und Sekiro spielst, also wenn du die alle in einen Topf werfen würdest. Ich habe damals mit Dark Souls angefangen, weil ich auf der PS3 das alte Demon's Souls nicht hatte oder das Original. Dann Dark Souls 2 und so weiter und so fort. Und jetzt mit dem Remake gucke ich mir das an. Und es war schon damals das leichteste der Reihe im Verhältnis. Und das merkst du jetzt im Remake halt auch, gerade mit der Vorerfahrung von allen anderen Spielen von From Software in diesem Genre, ist es schon verhältnismäßig sehr, sehr leicht. Aber es macht nicht weniger Spaß. Und trotzdem ist es für den nicht geneigten Souls-Spieler, sage ich mal, der da vielleicht auch noch nicht die typische Souls-Frustrationstoleranz entwickelt hat, das Pad wegzuwerfen, aber sobald man es loslässt, hinterher zu sprinten, um weiterzuspielen, ist es einfach nicht für jeden was. Und deswegen finde ich es als Launch-Titel sehr schwierig. Es war natürlich heiß erwartet. Aber für die meisten Spieler gab es keine wirkliche Alternative als Launch-Titel. Vielleicht noch ein Spider-Man Miles Morales, was auch sehr gut ist. Aber ich glaube, das war es dann schon so im Groben. Was gab es denn auf der Xbox Geiles zum Launch? Gab es da was? Da gab es tatsächlich viel Aufgewärmtes sozusagen. Also Titel, die bereits ein paar Wochen vorher rausgekommen sind, nochmal mit diversen Upgrades versehen. Also Assassin's Creed Valhalla hat ein Series X Update bekommen. Ja, aber das ist doch scheiße, das zählt doch nicht. Borderlands 3. Bright Memory war tatsächlich eins der wenigen, aber das gab es ja auch schon. Erstens gab es das ja auch schon für PC, Bright Memory. Und zweitens ist das ja auch nur eigentlich eine Demo, die damals, beziehungsweise es war ja dieser Prolog für das spätere Hauptspiel. Sagt mir tatsächlich gar nichts. Das kriegst du halt auf Steam. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es for free ist oder ob es irgendwie 9 Euro kostet oder ist das sogar günstiger? Ich weiß gar nicht. Ich habe es mal im Steam-Sale damals für 99 Cent mitgenommen. Tatsächlich. Das geht, glaube ich, 1 bis 2 Stunden. Ist halt von einem Solo-Entwickler ein sehr, sehr geiler Shooter, so ein bisschen Zukunftsszenario. Mhm. Sehr beeindruckend dafür, dass das ein Typ gemacht hat, aber das wird jetzt halt in einem Team noch weiterentwickelt. Und Microsoft hat jetzt quasi dieses Bright Memory, diesen Prolog genommen und hat ihn auf die Series X gebracht. Und das Ding hat halt bei mir geruckelt wie Sau. Also das war noch nicht mal so portiert und so gepolished, dass das wirklich flüssig lief. Ja, aber das ist ja alles für einen Arsch. Ich finde, das sind aber alles keine Launch-Titel, was du gesagt hast. So, ne? Das ist alles so. Ja, richtig. Also allein wenn ich dich nach einem Launch-Titel frage und du musst kurz überlegen und fängst dann mit an, da gab es ja den Patch für das vor ein paar Jahren rausgekommene Spiel XY oder so. Das ist ja alles, also das ist ja kein echter Launch-Titel. Launch-Titel heißt für mich, das ist neu für diese Konsolengeneration, vielleicht sogar eine neue IP oder ein komplett neuer Teil von der Reihe, keine Ahnung, GTA 6 als Beispiel. Exklusiv. Ja,
GTA ist ja auch so ein Beispiel, ja, was einfach nur noch zum Lachen ist. Ja? Es gibt GTA 5, ja, für die PS3, für die PS4 und für die PS5. Ja. Ja, also jetzt mal im Ernst. Ja, da sieht man aber auch, wie beliebt das Spiel anscheinend sein muss, dass es tatsächlich 3 Konsolengenerationen überlebt hat. Und PC natürlich. Und das Ding ist, es wird ja gekauft. Es wird ja gekauft ohne Ende. Ja? Das ist ja auch ständig im Sale und keine Ahnung was. Und dann ist es nochmal auf Platz 1 irgendwo. Also das ist ja auch wirklich gut. Nicht zuletzt natürlich durch die Online-Komponente, über die das Spiel ja eigentlich seine ganze Lebensdauer jetzt noch eigentlich erreicht hat. Und die Leute so ein bisschen bei der Stange hält. Aber es ist doch krank. Ein Spiel für 3 Konsolengenerationen? Und die liegen ja nun wirklich ein bisschen auseinander zeitlich. Ich meine, ich will nicht mal hetzen, dass die GTA 6 rausbringen sollen und so. Bringt GTA 6 raus, Leute! Aber, was soll der Scheiß? Ein Spiel auf 3 Konsolengenerationen? Ich meine, ich muss ja schon gestehen, dass ich das auf PS3, PS4 und PC habe. Aber was zur Hölle? Also, keine Ahnung, was denken sie sich? Ich meine, klar, die denken sich, wir können noch mal Geld verdienen. Machen sie wahrscheinlich auch. Richtig, ja. Aber so als Zuschauer dieses Ganzen wirkt das schon sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. Das ist. Capcom macht es ja genauso. Also, ich glaube, ich habe Resident Evil 4 für. Wo kam das damals drauf raus? PS4. PS2 müsste das gewesen sein, oder? PS2 müsste das gewesen sein. Ja. Das kam für die PS2 raus. Dann Moment mal, was für ein Resident Evil hast du gesagt? Resident Teil 4. Evil 4. Ach, hoppala, ich habe irgendwie 7 gedacht, sorry. Nee. Ich glaube, das kam für die das hatte ich damals für die PS2. Dann kam ein HD-Remake, glaube ich, für die PS3. Und dann wurde nochmal, und dann habe ich es jetzt auf der Xbox quasi nochmal irgendwann, war, glaube ich, ein Games with Gold-Titel oder ich habe es im Sale abgestaubt oder so. Dann gab es dann quasi eine portierte Xbox One-Version des HD-Remakes. Und jetzt habe ich irgendwann nochmal gelesen, dass eventuell gerade das Remaster nach dem erfolgreichen Teil 2 und Teil 3 auch für das 4er angedacht ist. Und dann hättest du das Spiel tatsächlich dann auch auf 1, 2, 3, 4 Konsolengenerationen. Ja. Wobei ich das Remaster von Teil 2 echt gut fand, muss ich sagen. Das habe ich auch im Stream durchgespielt. Der Christian hatte sehr viel Spaß, über meinen Stream-Store irgendwelche Klopfsounds und Schreie und so weiter in Stream einzuspielen. Das, ich hatte sehr viel Spaß. Ja, das war wahrscheinlich sehr köstlich. Jetzt haben wir schon irgendwie uns so ein bisschen im Kreis gedreht und eigentlich mehrfach festgestellt, dass die Startsituation für die Konsolen eigentlich nicht so geil gewesen ist, wenn man mal ehrlich ist. Sei es jetzt aufgrund der Spielelandschaft, die zu dem Zeitpunkt vorhanden war, sei es jetzt durch Lieferschwierigkeiten oder andere Sachen. Lass uns da mal kurz in Christians Perspektive wechseln. Christian, wie ist das für dich, wenn du um dich rumhörst? Der hat die neue Xbox, der hat die neue PlayStation und keine Ahnung was. Du wartest ja, sage ich mal, dezent auch auf die Konsole. Aber was ich bei dir zu rausgehört habe, du hast jetzt zum einen mehr Geduld als Menschen wie ich, aber auch aktuell scheinbar noch nicht so die Spielepalette, auf die du wartest. Gibt es denn, also von den Sachen, die jetzt schon so erschienen sind oder die in Kürze erscheinen, bis auf das Final Fantasy Abklatschding da, gibt es denn irgend so einen Titel, wo du sagst, wenn davon jetzt in geraumer Zeit eine Fortsetzung kommen würde, Stichwort zum Beispiel God of War Ragnarök oder wie auch immer, oder ähnliche Titel, gibt es da irgendwas, wo du sagst, alles klar, ey, wenn das Ding kommt, dann muss ich leider meine Schwiegermutter verkaufen und ich brauche die Konsole dann. Digga, geh aus dem Weg, ich brauche die. Wieso leider? sie lachen in männlich. Nein, Schwiegermutter verkaufen. Nee, tatsächlich gibt es, ja, wie gesagt, klammer jetzt mal das Final Fantasy Spiel einfach mal aus, weil das würde mich tatsächlich schon reizen, wo ich sagen würde, ich hätte ja doch schon gerne eine, aber es ist tatsächlich noch nicht so, dass ich meine Schwiegermutter dafür verkaufen würde. Nichtsdestotrotz gibt es tatsächlich ein Game, wo ich jetzt sagen würde, ja, das muss ich, ne? Deswegen brauche ich jetzt die PS5 unbedingt.
Und das ist Horizon Forbidden West. Ah, ich hab's mir gedacht. Weil ich habe schon den ersten Teil geliebt. Ich habe jetzt auch wieder für die PS4 das Horizon Zero Dawn runtergeladen. Und zwar halt habe ich das PS Plus genutzt und es mir dann kostenlos runtergeladen. Und ich denke, ich werde das auch demnächst wieder weiterspielen. Ja, ich möchte es auch mal wirklich spielen, also wirklich ernsthaft. Ja, ich habe tatsächlich nur die Basisstory bis jetzt durchgezockt. Jetzt bin ich mal auf das Zusatzpaket, was ja mit dabei war. Dann bei dieser Complete Edition, ne? Ja, genau. Da war das eine Story-DLC, glaube ich. Was ich noch gesehen habe, dass Ratchet & Clank Rift Apart. Ja, das ist ja zum Beispiel auch so ein Spiel, um nochmal zu dieser technischen Seite kurz zurückzuschwenken. Das ist ja so ein Ding, das sieht in dem Trailer und in der Vorschau ja mega geil aus. Ich persönlich zweifle sehr stark daran, dass man diese Dimensionswechsel, die man da sieht, so flüssig machen kann, wie es da dargestellt ist. Absoluter Bullshit meiner Meinung nach. Und auch wieder so ein klassisches Beispiel, es sieht gut aus, aber auch so ein Titel definitiv, auch wenn es erst deutlich später kommt, definitiv keine 4K 60 FPS. No way. Nie im Leben. Ja gut, ich will das Spiel tatsächlich in dem Fall nicht wegen einer ausgeklügelten Grafik. Natürlich ist das ein nettes Goodie, wenn es richtig geil aussieht. Ne? Aber dafür muss auch zum Beispiel die Hardware stimmen. Ne? Wie du schon sagtest, du brauchst ja auch dementsprechend den Fernseher, der dann an die PS5 angeschlossen wird. Na, sonst bringt das ja sowieso nichts. Na, das habe ich damals, als ich mir die PS2 gekauft habe, auch gemerkt. Damals hatte ich noch einen alten Röhrenfernseher und natürlich sah dann die Grafik von der PS2 nicht so nice aus wie auf einem modernen Fernseher. Na, also dementsprechend, du kaufst ja nicht nur die Konsole, sondern musst wahrscheinlich dann auch gleich noch einen neuen Fernseher dazu kaufen, wenn du es wirklich ideal haben willst. Na, wenn du wirklich dieses Augenfutter genießen möchtest. Und jetzt versetz dich mal in die Position der Leute, die vielleicht, also gehen wir mal vom Worst Case aus, die haben für, keine Ahnung, 800 bis 1000 Euro eine überteuerte Scalper PS5 irgendwo erbeutet, haben sich dazu einen geilen 4K-Fernseher gekauft, für, keine Ahnung, wie viel sowas im Moment kostet, halbwegs sinnvoll, ist ja auch egal, haben sich einen neuen Fernseher dazu gekauft und dann spielen die das, legen das ein und merken, Scheiße, 4K, 30 FPS, fuck you. Das wäre doch super unzufriedenstellend. Die erste Frage, die ich mir stellen würde, scheiße, wo verdiene ich denn so viel Geld, dass ich das mal eben so aus dem Ärmel schütteln kann? Nee, und tatsächlich, die Enttäuschung muss natürlich richtig groß sein, wenn es hier groß angekündigt wird, 4K, 60 FPS, na, und dann leistet die Konsole das nicht. Das ist natürlich echt absolut uncool. Dann kann ich auch gleich bei einem PC bleiben, den immer mal wieder aufrüsten und ne, ich habe dann das, was ich will. Ne, ich persönlich bin ja natürlich einfach überzeugter Konsolenzocker, weil ich das eben nicht haben möchte. Ich möchte einfach nicht gucken müssen, schafft mein Rechner das noch, schafft mein Rechner das auch auf voller Leistung. Ich will einfach ein Spiel einlegen. Natürlich geht mir das auch tierisch auf den Sack, wenn ich das Spiel einlege und dann erstmal Patch 1.01. Das geht mir auch tierisch auf die Nerven, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir geht's tierisch auf die Nerven. Meistens mache ich das mittlerweile das so. Total witzig, wenn du das sagst. Weil ich lege das Spiel ein und lass einfach über Nacht alle Patches irgendwie mal kurz saugen und dann spiele ich es am nächsten Morgen. Ich finde das total ist so witzig. Meine Strategie mittlerweile. Ich finde es total witzig, wie du das sagst, weil wenn ich das Argument aus der anderen Perspektive einmal beleuchten darf, mit der Hardware, schaffe ich das noch oder schafft mein Rechner das noch und so weiter. Ich sehe das als jemand, der vom PC kommt, primär dort spielt, aber eben auch auf Konsole. Ich sehe das nämlich exakt andersrum. So ist der Gedanke zumindest gerade in meinem Kopf. Unterbrecht mich gleich, wenn es keinen Sinn macht. Aber ich habe das ja auch oft so, dass ich mittlerweile von der Hardware so bin, ja, vieles hört jetzt so langsam auf, perfekt zu funktionieren, wird so, ne, die Hardware fällt jetzt so langsam runter, ne? Ich habe noch eine 1080, also eine GeForce 1080 bei mir drin, mittlerweile sind wir zwei Grafikkartengenerationen weiter. So, ne, das merkt man jetzt so langsam. Für das, was ich spiele, reicht das alles noch, alles cool so. Aber wenn ich jetzt auf die Konsole gehe und denke mir,
Oh geil, einfach nur Konsole anmachen und dann läuft das Spiel. Klassische Erfahrung war zum Beispiel auf der PS4 in der Hinsicht. Ich bin an die Konsole gegangen, habe mich total über die PS4 gefreut und dann habe ich das damals für mich neue Spiel Days Gone eingelegt und dachte mir, geil. Und es lief nicht flüssig. Es lief halt von Anfang an einfach nicht flüssig. Und je weiter du im Spiel gekommen bist, umso mehr hat es geruckelt. Nach hinten raus wurde das Spiel immer schlimmer. Und dann dachte ich mir, hä? Konsole? Und das war einer dieser typischen Konsolen-Abfuck-Momente für mich, wo ich mir dachte, aber genau das sollte ja auf der Konsole eigentlich nicht sein. Und das ist das, was mich immer wieder abfuckt bei Konsolen auch. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon längst komplett nur noch Konsolenzocker, dass du nicht mal mehr auf der Konsole ein Ding einfach einlegen kannst und es läuft gut. Ja? Dass du selbst da noch Frame-Drops hast. Du hast ja teilweise sogar Spiele, die keine stabilen 30 FPS schaffen. Und das sind meiner Meinung nach Spiele, egal ob auf der Next-Gen, Current-Gen oder wo auch immer, wenn es irgendein Spiel war, das in den letzten 20 Jahren rausgekommen ist, dann sollte das fucking mindestens 30 FPS haben. So, unabhängig vom Genre. 30 FPS, darunter nichts. Und wenn das 30 FPS hat, aber in, keine Ahnung, 30% der Spielareale oder wie auch immer, noch Frame-Drops hat, dann verkauft den Scheiß einfach nicht. Macht's besser. Ja. So. Ich kann auch nicht. Und das ist das, was mich abfuckt. Wenn ich so arbeiten würde, wie manche Leute ihre Produkte raushauen, dann hätte ich keinen Job mehr. Ich hätte einfach keinen Job mehr. Ich kann nicht sagen, ich gehe mit 10 Kindern in den Wald und ja, vielleicht bringe ich sie alle wieder mit. Aber wenn der Weg lang ist, sind es vielleicht auch nur 5. So, nein, ich muss mit 10 wieder zurückkommen, wenn ich 10 mitnehme. Ja, es ist halt einfach so ein Beispiel. Es ist halt schon wieder so ein Rage-Modus. Ich könnte ausrasten bei solchen Sachen. Die Leute hauen ein Produkt raus, fertig. Auf der Konsole kriegst du ja mittlerweile wenigstens Patches, war ja auch nicht immer so. Da hattest du teilweise auch mal so eine Konsolengeneration, sagen wir mal PS1, PS2, da hattest du keine Patches. Da hattest du ein Spiel, entweder das funktioniert oder nicht und auch da gab es Scheiße, die einfach nicht funktioniert hat. Wenn da ein Fehler drin war, hast du halt Pech. So. Ja, auf dem PC kann ich meine Hardware nachrüsten, da kann ich Bugs gefixt kriegen und. Kann ich auf der Konsole mittlerweile auch. Naja, nachrüsten nicht so richtig, vielleicht mal einen neuen Lüfter einbauen und so weiter, da kommen wir gleich noch zum Thema Kinderkrankheiten vielleicht zu, aber wenn da Spiele nicht richtig funktionieren, dann kann da mal ein Patch nachgeliefert werden, aber wenn ein Spiel richtig scheiße läuft und es einfach überhaupt gar nicht gebacken kriegen da, dass da alles irgendwie halbwegs rund läuft, dann ist es einfach Kacke und das sind meiner Meinung nach Spiele, die sollten dann auch einfach nicht so da verkauft werden. Bestes Beispiel von meinem Kumpel, Jan, Grüße gehen raus. Ich weiß, du hörst den Podcast nicht, aber ist mir egal. Falls du ihn irgendwann mal hörst in 3 Jahren, Grüße gehen raus. Der hatte, kennt ihr Shadow of Mordor, Mittelerde? Ich dachte, du sagst jetzt Cyberpunk. Nee. Viel älter zurück. Das habe ich auf dem PC gespielt und das sollte so das letzte große Spiel auf der PS3 werden. Ne? So der letzte große Knall auf der PS3. Und das hat so scheiße, ich habe es nur aus Berichten von ihm gehört, aber so wie er es mir berichtet hat, hat das so scheiße funktioniert, dass teilweise sogar Gameplay-Mechaniken einfach nicht drin waren. Es war Gameplay gestrichen, weil es einfach von der Leistung her nicht funktioniert hat. Da gab es ja dieses Nemesis-System, wo du bei Begegnungen mit Gegnern bestimmte Encounter hattest und die hatten dann bestimmte Persönlichkeiten und wenn du die starken Gegner später nochmal wieder getroffen hast, haben die sich an eure erste Begegnung erinnert. Oh, du hast mich besiegt, hier bin ich wieder. Und dann hatte der plötzlich mehr Rüstung an oder war stärker und keine Ahnung. Das war so dieses Nemesis-System. Und ich kann es jetzt, wie gesagt, weil mir die Erfahrung aus erster Hand fehlt, nicht genau wiedergeben. Aber so um dieses Nemesis-System rum und auch so ein paar andere Sachen, da gab es wohl Gameplay-Einschränkungen. Ich kann es jetzt, wie gesagt, nicht 100% sagen, aber das war halt einfach nicht so 100% das Spiel. Und das ist halt, wo ich mir denke, bringt es vielleicht halt einfach nicht auf der PS3 raus, wenn es da nicht läuft. Aber was machen die Leute? Die kaufen es. Dankeschön, ihr Penner. Nächstes Jahr der gleiche Scheiß. Das ist ja dieser klassische EA-Move, die dann einfach das FIFA nochmal 5 Jahre lang für die Last-Gen rausbringen und es einfach Legacy-Edition nennen. Wo du dann einfach einen neuen Kader hast, aber das Gameplay ist dann quasi noch das des Vorgängers. Wovon ein Kumpel von mir tatsächlich profitiert, weil er fand, das letzte gute FIFA war für ihn, glaube ich, FIFA 2014.
Und seitdem spielt er quasi auf der Xbox 360, die er zu Hause hat, seitdem nur noch FIFA 15, 16, 17 auf der 360 in der Legacy Edition, weil es halt immer noch das gleiche Gameplay ist wie bei FIFA 2014. Was zur Hölle. Und es freut ihn. Von daher, Hauptsache, er hat Spaß damit. Christian, du hattest noch eine Anekdote für uns. Hau raus. Ja, genau. Bezüglich Spiele, die nicht laufen beim Launch. Und zwar muss ich ein paar Jahre zurückgehen. Genau, muss ich ein paar Jahre zurückgehen. Und zwar Dragon Age 2. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwann mal gespielt habt. Ja, leider. Und zwar hatten wir es damals bei Erscheinen auch direkt gekauft, installiert und los ging's. Dann kam das Tutorial. Von welcher Plattform sprechen wir nur ganz kurz? In dem Fall vom PC. Okay. Ne? Und es sah wirklich richtig geil aus für die damalige Zeit, ne? War richtig schön, ne? Hat richtig Bock auf mehr gemacht. Und dann kam eine Szene, dass du mit einem Boot dann übersetzt in die eigentliche Welt, ne? Beziehungsweise in die eigentliche Startstadt. Mhm. Ja, du kommst dann an dieser Startstadt an und es ging nicht mehr weiter. Du konntest nicht aus dem Boot raus, du konntest nichts machen. Ne? Du konntest nicht zurück. Das Tutorial, also du hättest einfach nur das Spiel neu starten können. Und es ging gar nichts, ne? Und dann haben wir direkt mal so ein bisschen gegoogelt und das war wohl ein generelles Problem, dass man einfach wirklich nicht ins Hauptspiel gelangte, ne? Und nach, ich glaube, einer Woche gab es dann tatsächlich einen Patch, der dann rauskam und dann konnte man endlich mal richtig anfangen zu spielen. Ja, wobei das ja noch geht, da habe ich ja viel schlimmere Sachen noch erlebt, also das ist ja wirklich noch harmlos, aber auch ja natürlich sehr ärgerlich, wenn man heiß, ja, da hat man so, schon so einiges erlebt in der Vergangenheit. muss dir vorstellen, ja, gut, es gab in WoW mal einen Bug, also ich will jetzt nicht zu weit ausholen, gleich wieder zurück, könnt euch schon mal Gedanken machen zum Thema Kinderkrankheiten der aktuellen Konsolengeneration. Abschließend zu dem Thema Bugfests und so weiter, es gab in WoW mal eine ganze Zeit lang, und WoW ist ja, sage ich mal, sehr, ich sag mal, für viele sehr erfolgsorientiert, wettbewerbsmäßig, man möchte der Beste sein oder man möchte ganz vorn dabei sein und Zeit ist wichtig als Faktor. Da gab es eine Zeit lang den Bug, dass man den Beruf Verzauberkunst oder Schneiderei war es, eins von beiden oder beide, keine Ahnung. Jedenfalls konnte man irgendwie die Berufe nicht mehr skillen eine Zeit lang und das war, glaube ich, eine Woche, zwei Wochen oder so. Und es ist einfach nichts passiert und es war der Horror, weil das war so mitten beim Levelprozess irgendwie und man hat ja versucht, den Beruf immer gleich zu ziehen mit dem eigenen Charakterlevel, damit man auch passende Sachen herstellen kann und so weiter. Und es war einfach so zum Kotzen und ich war so glücklich, als es behoben war. Egal. Genug davon. Lasst uns kurz mal über Kinderkrankheiten der aktuellen Konsolengeneration sprechen, denn das ist ja was. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie es da so bei der Xbox aussieht, aber da wird der Daniel wahrscheinlich gleich was zu beisteuern können. Ich weiß, bei der PS4 sind so die Klassiker, wir können gleich im Detail drauf eingehen, rappelnder Lüfter, wird zu heiß, stürzt ab. Das sind so die drei Sachen, die mir spontan einfallen. Wie sieht es da bei der Xbox aus, Daniel? Da gab es tatsächlich eine größere Sache, das war das das Blu-ray-Laufwerk, sind es eigentlich Blu-rays? Ich als nur noch Spiele-Digitalspieler weiß nicht mehr, was das für ein Format ist. Ich glaube, es sind Blu-rays. Auf jeden Fall hat das Laufwerk nicht bei allen funktioniert, beziehungsweise es war ein bisschen versetzt und wenn man dann eine Disk eingelegt hat, dann wurde die halb eingezogen und fing auf einmal an zu rappeln, als wenn man die in Schredder stecken würde. Oh, oh. Das gab es teilweise. Und was ich tatsächlich hatte, das war allerdings ein Transportschaden und das war jetzt kein Problem bei der Konsole an sich oder bei mehreren Konsolen, sondern hatte ich einfach nur Pech gehabt. Ich bin extra nach Iserlohn gefahren, weil ich da eine Series X vorbestellen konnte. Hab die abgeholt, bin wieder nach Hause, nach Köln gefahren mit dem Zug, war also den ganzen Tag unterwegs, schließ das Ding an, mach es an und auf einmal rappelte oben der Lüfter und ich hörte nur tak, 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 tak. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de/mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast.
Was ist das denn? Muss das so sein? Lass die kleinen chinesischen Kinder raus. Hab einen Kumpel von mir ein Video geschickt, hab gesagt, man muss das so, und dann kriege ich das gleiche Video zurück, flüsterleise, nix, so, nein, das muss nicht so, oh scheiße. Und dann habe ich halt direkt an Tag 1 am Launch Day die Konsole noch eingepackt, mir Versandetikett ausgedruckt, hab dann mit Microsoft Support noch gequatscht. Ging aber relativ schnell, also innerhalb von einer Woche hatte ich schon das Austauschgerät hier und seitdem funktionierte alles bestens mit, also da waren die recht fix. Ja, also das ist aber echt krass, gerade noch so zur Launchphase. Hammerhart. Also das ist tatsächlich sehr guter Support. Ich muss auch sagen, bei der PS4 hat man viel ja gehört, auch von diesen rappelnden Lüftern, die auch teilweise so leicht versetzt wohl montiert waren oder so. Und es gab ja wohl auch laute und leise Lüfter, weil die aus unterschiedlichen Fabriken teilweise kamen und so weiter. Muss ich sagen, habe ich bei mir persönlich jetzt gar kein Problem. Bei der PS5, wenn die im Leerlauf ist oder eine Disc lädt und so weiter, dann ist sie mal auch kurz ein bisschen lauter. Aber spätestens, wenn man irgendeinen Sound hat, also quasi, ne, wenn aus den Lautsprechern irgendwas rauskommt, dann ist das überhaupt nicht mehr wahrzunehmen. Also das ist sehr, sehr angenehm. Ich meine, gut, wenn du jetzt nachts spielst, finde ich, sind Sachen eh immer ein bisschen lauter, weil die Umgebungsgeräusche drumherum einfach nicht so sind. Es läuft jetzt keiner noch im Haus rum oder in der Küche wird nicht irgendwie hantiert und so weiter. Solche Sachen fallen halt komplett weg. Aber auch wenn die Konsole ein bisschen länger läuft, also ne, dann entwickelt sie natürlich irgendwann so ein bisschen Wärme und wird halt auch ein bisschen lauter dann schon. Aber ich empfinde das jetzt nicht als, oh krass, da ist jetzt irgendwie eine Fehlproduktion oder so. Also für mich ist es völlig okay. Hab da aber auch schon ganz andere Videos gesehen, wo es wirklich störende Geräusche sind. Ich bin jetzt aber auch niemand, der sich da mit dem Dezibelmesser nebensetzt und sagt, oh, das ist jetzt aber ein Dezibel lauter als bei dem, wo ich das auf YouTube gesehen habe. Da muss ich jetzt aber mal, So, ich höre halt einfach, ob es für mich angenehm ist oder nicht so. Weißt du, wenn mich das stört, dann stört es mich und wenn nicht, dann halt nicht. So, ne? Je leiser, umso besser natürlich. Zumal du ja auch gar nicht weißt oder gerade auch in dieser Launch-Phase, was ist tatsächlich echt und wo haben einfach Leute viel zu viel Zeit und viel zu viel Geld, um quasi Team Xbox oder Team PS5 eins auszuwischen, um irgendeinen Scheiß mit der Konsole zu machen. Mhm. Diese Typen, die gesagt haben, ey, hier, meine Xbox fängt Feuer, die einen Vaporizer genommen haben und haben dann quasi ihren Tabak in den Lüfter gepustet, damit es so aussieht, als wenn das Ding abraucht. Oder irgendwelche Leute, die mit ihrer PS5 irgendeinen Schindluder getrieben haben, damit sie dann sagen können, hier, guck mal, Sony hat wieder komplett Scheiße gemacht und im Endeffekt war eigentlich nichts. Also da kannst du vielleicht auch mehr dazu erzählen. Ich bin ja überflutet worden mit irgendwelchen Miles Morales Absturz-Bug-Videos und ich dachte so, das ist ja unspielbar, dieses Spiel, aber hab mir gleichzeitig auch gesagt, naja, wer weiß, ob da nicht vielleicht 3% von den Leuten, die es gekauft haben, so Probleme damit haben und beim Rest läuft es halt flüssig. Aber da setzt sich natürlich keiner auf Twitter hin und erzählt den ganzen Tag, wie toll Miles Morales läuft, sondern das sind dann ja eher die Leute, die Probleme damit haben. Ja, aber das ist ja grundsätzlich so, ne? Ich meine, ihr werdet es jetzt aus Sicht eines Hosters ja auch wissen, grundsätzlich melden sich die Leute eher mit Problemen als mit positivem Feedback, das ist ja überall so. Aber Miles Morales, muss ich sagen, ich habe es jetzt wie gesagt nicht so weit gespielt, ich habe ein paar Mal so ein bisschen angefangen, so ein bisschen den Anfang gezockt, weil ich es jetzt wie gesagt einfach nicht vorweg zocken will, bevor ich das eigentliche, den ersten Teil der Reihe quasi gespielt habe. Ich habe da perfekte Performance bis jetzt immer gehabt, also das war sehr, sehr angenehm. Ich freue mich auch schon total drauf. Christian, was wolltest du sagen? Ich bin ja gerade mal wieder ins Wort gefallen. Ja, bist du, aber ist egal, ich wollte einfach nur einen schlechten Witz bringen. Hau raus. Ja, der muss jetzt auch liefern. Das war die Miles Morales Cyberpunk Edition. Wow, hat sich nicht gelohnt. Streich ja, das wieder. Ich wusste doch. Kannst du rausschneiden. Nö. Wirst du eh nicht. Leute, ich muss gerade übrigens an dieser Stelle einfach mal sagen, dass mir diese Dreierkombi gerade sehr, sehr gut gefällt. Auch wenn ich gerade so ein bisschen immer merke, dass Christian ein bisschen außen vor ist tatsächlich thematisch. Ein bisschen mehr, als ich mir gedacht hatte tatsächlich. Also grätsch da ruhig gerne öfter dazwischen, wenn dir irgendwas dazu einfällt. Ich habe auch gleich noch eine schöne Frage von Christian, von daher. Kann er sich gleich da bin ich jetzt gespannt. Ich lehne mich bequem zurück und lass euch mal machen. Mädels. Ah, da darf ich schon. es gab ja vor dem PS5-Launch diese wundervolle Catchphrase vom Sony-Präsidenten: We believe in generations.
Es soll die PS5 geben und da kommen die geilen neuen Blockbuster für raus und die PS4, da könnt ihr euch langsam von verabschieden. Und das hat sich ja jetzt auch in den letzten Monaten, wo sie gemerkt haben, okay, wir haben aber gerade eigentlich gar nichts für die PS5 und die ganzen Leute steigen uns aufs Dach, weil die keine PS5 bekommen, hat sich das ja so ein bisschen gewandelt. Und es heißt jetzt, man wolle die PS4 noch über 2-3 Jahre unterstützen. Da wollte ich mal fragen, Christian, da bist du bestimmt auch mehr drin als ich. Weißt du da schon was Genaueres? Also welche Games da rauskommen oder welche wirklich vielleicht ganz exklusiv für die PS5 kommen sollen, die du dann verpasst? Ja, also für die PS5, ich möchte mich nicht im Kreis drehen, aber es ist tatsächlich so, dass das Final Fantasy Spiel natürlich exklusiv für die PS5 kommt. Warum es nicht für die PS4 angedacht ist, weiß ich auch nicht, weil es finde ich gerade ein wenig sehr ernüchternd, möchte ich mal jetzt in netter Form sagen. Es ist halt so, was ich halt nicht verstehe, ist, dass Final Fantasy VII Remake kam ja halt für die 4 raus. Und warum jetzt nicht die anderen Teile auch? Ne? Vor allem, wenn man so ansagt, so von wegen, ja, wir werden die PlayStation 4 noch 2-3 Jahre unterstützen. Ne? Dementsprechend werden dann auch Spiele für rauskommen. Zumindest verstehe ich das so. Und es ist halt ein bisschen enttäuschend, ne? Wenn eins oder ein Spiel meiner wahrscheinlich allerliebsten Franchise, die es für die PlayStation gibt, dann nur noch wirklich für die 5 rauskommt, ist schon echt harter Tobak. Tja, irgendwann ist halt dieser Breaking Point auch erreicht, ne? Wo die Fortsetzungen oder Spin-Offs dann halt für die neue Generation nur noch kommen. Ne? Aber ich weiß genau, was du meinst. Oft genug erlebt schon, ja, in der Vergangenheit. Vielleicht habe ich ja das Glück und es kommt mal irgendwie als Portierung noch als PS Plus Spiel raus, weil sie merken, es verkauft sich nicht so gut, weil es noch nicht so viele PlayStation 5 gibt. Ja. Und vielleicht habe ich ja das Glück. Ja, wer übrigens mehr hören möchte von Christians Liebe zu Final Fantasy und Co., dem kann ich an dieser Stelle mal Staffel 2, Folge 2 empfehlen, digitale Rollenspiele vom 11.04. Da haben wir nämlich genau darüber gesprochen. Ja. Ja, genau. Ne? Und da habe ich mich ja, was das angeht, richtig ausgelassen. Ja, als Sportfan hast du dich da geoutet. Aber wer wissen will, worauf sich das bezieht, sollte in die Folge reinhören. Mein Lieblingszitat aus der Folge. Großartig. Ach ja, ihr Lieben, es macht mir Spaß in dieser Kombi. Jetzt haben wir über Kinderkrankheiten gesprochen, was ein tatsächlich sehr lästiges Thema ist. Ich persönlich bin da ziemlich verschont von geblieben, muss ich sagen. Bis jetzt. Ne? Man soll ja immer ein bisschen auf Holz klopfen und so. Hätte auch meinen Kopf nehmen können. Daniel, da können wir, glaube ich, am ehesten was zu sagen, da wir jetzt Next-Gen-Besitzer sind. Gut, ich schlafe da mal eine Runde. Genau. Nein, also man kann es einfach ganz kurz halten. Wie zufrieden sind wir denn mit der aktuellen Geschichte? Also ich jetzt für die PS5 muss sagen, bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich technisch jetzt bekommen habe, weil wie gesagt, 4K ist für mich jetzt eh nicht so relevant. Von daher ist es technisch in Full HD überall eine Verbesserung für mich. Ich bin sehr großer Fan von den deutlich schnelleren Ladezeiten. Bin gespannt, wie das dann wird, wenn ich da nochmal eine externe SSD ranhaue und da vielleicht noch ein bisschen Daten auslagern kann und so. Ich finde es sehr, sehr gut. Bin gespannt, was sie da vielleicht noch bei dem einen oder anderen Spiel rauskitzeln. Wie gesagt, 4K juckt mich nicht. Von daher könnte da für Full HD tatsächlich noch ein bisschen was kommen, denke ich. Kinderkrankheiten und so weiter hatte ich keine. Von daher stört mich das soweit nicht. Das Einzige, was mich wirklich enttäuscht, ist so ein bisschen die Launch-Geschichte, dass da einfach nicht so viel spieletechnisch vorhanden war, aus dem man hätte wählen können. Die große Auswahl war jetzt nicht so da. Ich sag mal, für mich so ein gutes Launch-Line-Up sind einfach mal so 4-6 Spiele, ne, wo man so für jeden Geschmack ein bisschen was dabei hat. Das fand ich war jetzt nicht wirklich da. Aber ich kann so ein bisschen über die Spielesituation hinweg gucken, weil ich tatsächlich auch gar nicht so ultimativ viel Zeit habe seit dem Jahreswechsel. Weil da einfach andere Sachen so ein bisschen wichtiger waren. Aber jetzt so langsam merke ich, wo es so ein bisschen mehr in Richtung Sommer geht und sich auch alles für das Jahr hier mal wieder ein bisschen eingependelt hat und Corona eh nicht besser wird und so weiter. Bei uns das Thema Hauskauf sich jetzt ja auch erledigt hat. Das hatte ja jetzt geklappt im März und von daher beruhigt sich alles so ein bisschen wieder zeitlich bei mir.
Und jetzt merke ich auch, dass das immer mehr in den Fingern juckt. Demon's Souls wird auf jeden Fall als nächstes durchgeballert und heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja der 30.04., da ist Returnal rausgekommen für die PS5. Da liebäugel ich sehr mit, bin aber noch ein bisschen skeptisch, muss mir da vielleicht erstmal einen kleinen Bericht zu angucken nochmal. Wie sieht es bei dir aus mit der Xbox, Daniel? Ähnlich wie bei dir, also ich bin super zufrieden mit dem, was Microsoft da in Sachen sowohl Optik als auch Größe, als auch Hardware-Fähigkeiten beziehungsweise auch Betriebssystemfähigkeiten reingepackt hat. Du hast ja schon die schnelleren Ladezeiten angesprochen. Was ich super geil finde, ist dieses Quick-Resume-Feature, dass du dann tatsächlich mehrere Games im Speicher hast und die dann wechseln kannst. Ich bin da, ich glaube, du bist auch so drauf wie ich, so ein kleiner Gaming-Hopper, der gerne mal was anzockt für eine Stunde und sagt, jetzt habe ich aber Bock auf was anderes. Und dann direkt wieder ins Game reinzuspringen, ohne nochmal Intro und Hauptmenü und Ladezeiten und sowas zu haben. Das ist schon richtig, richtig geil. Ich bin allerdings halt auch ein bisschen ernüchtert, was einmal das Line-Up angeht. Und ich merke auch jetzt nochmal geboostete Spiele und Spiele mit frischen Texturen, die ich aber schon mal gezockt habe, das gibt mir dann doch nicht mehr so viel. Und irgendwie, ja, sehe ich da auch noch nicht so viel Neues am Horizont. Klar, die Games werden alle größer, alle schöner, alle besser. Aber mir fehlt irgendwie dieses Gefühl, was ich früher hatte. Jetzt klinge ich wie der alte Mann, der sagt, früher war alles besser. Aber ja, Christian ist älter. Bei Christian war noch alles besserer früher als bei mir. Ah, aber sicher doch. Nee, aber also was mir ein Game wie Metal Gear Solid damals gegeben hat oder ein Silent Hill, wo du halt wirklich mal sowas komplett Frisches, Neues hattest, wo du da vorgesessen hast und du hast das Game fertig gehabt und dachtest, wow, das war ein geiles Erlebnis, das war ein geiler Ritt. Und aktuell ist es halt, mag auch der Corona-Situation geschuldet sein, alle spielen alles safe, es wird alles schöner, alles größer, aber es hat für mich nicht mehr so den Impact. Das ist tatsächlich eher so bei den Indie-Spielen, die rauskommen, wo wirklich viele frische Ideen dabei sind. Ich zock tatsächlich mittlerweile auch eher lieber die Indie-Spiele als die großen Spiele. Aber dafür brauche ich halt keine Series X, da brauche ich kein Grafikmonster für, wenn ich dann halt einen 2D-Sidescroller spiele. Da würde dann auch Christians Switch reichen. Richtig, genau. Obwohl Ori in 120 Frames tatsächlich ziemlich geil ist, aber es ist halt trotzdem, wie du sagtest, da reicht die Switch auch für und so Spiele kaufe ich mir tatsächlich auch lieber für die Switch. Aber da haben sie auch mehr Platz, finde ich. Also da können sie wirklich richtig glänzen. Auf einem PC oder auf einer Next-Gen-Konsole, da denkt man sich dann eher schon so, das ist zwar schon ein nettes Spiel, aber warum spiele ich es gerade hier? Genau, richtig. Ja. Und ja, also viele, die Series X abfeiern, bei mir auch im Freundes- und Bekanntenkreis, das sind halt eher auch so die Multiplayer-Zocker, die dann sagen, das läuft jetzt alles flüssiger, ich komme schneller in die Games rein, alles sieht bombastisch aus und da bin ich halt einfach nicht der Typ Zocker dafür. Vielleicht bin ich auch nicht mehr Teil der Zielgruppe. Ich bin eher so der, ich will mein immersives Singleplayer-Erlebnis und das soll möglichst geil aussehen und mir irgendwas bieten, was nicht andere Spiele schon vorher gemacht haben. Und da werde ich aktuell noch nicht so abgeholt. Obwohl, jetzt ist mir der Name schon entfallen. Da komme ich gleich nochmal zu, wenn es mir wieder ins Hirn schießt. Aber hier Hellblade 2 wäre zum Beispiel ein Kandidat, da freue ich mich schon ziemlich drauf. Ja, also Hellblade habe ich ja tatsächlich auch, also den ersten Teil natürlich, habe ich auch damals im Livestream durchgezockt und das war wirklich ein fantastisches Erlebnis und das hatte genau das, was du gerade angesprochen hattest, da war halt einfach mal wieder, da war mal wieder so eine richtig coole Innovation dabei mit den Stimmen, die man gehört hat, der binaurale Sound, das war einfach fantastisch, das war ein richtig tolles Erlebnis, Gameplay-mäßig war da eigentlich nichts schwierig, außer mal den Weg durch so ein Rätsel durchzufinden oder sowas, aber mehr so eine Geduldsfrage war, nicht von der Schwierigkeit her, die Kämpfe waren jetzt ja auch nicht ultimativ schwer, aber es war akustisch und von der Story her einfach mal was richtig Cooles wieder, das hat mich richtig abgeholt und seitdem würde ich da eigentlich sagen, so das nächste, was für mich nach Hellblade kam, wo ich sage, das war so ein Aha-Moment, wo ich mir mal wieder ein paar Gedanken darüber gemacht habe, was ich da eigentlich gerade spiele, Death Stranding
Da kann man ja auch viel drüber erzählen. Man mag es wahrscheinlich oder man mag es gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall mal wieder was anderes und ja, hat sich mal wieder ein bisschen was getraut. Geiler Soundtrack sowieso, aber auch, ich sag mal, einen etwas komplexeren Walking Simulator zu machen für ein AAA-Spiel, das war schon eine mutige Sache. Und über weite Strecken des Spiels ist es ja eigentlich Zwischensequenzen, teilweise so ein bisschen interaktiver Film, dann wieder Walking Simulator, aber so geil atmosphärisch verpackt und in so eine mysteriöse Story verpackt auch noch, dass es mich einfach super flasht, das Spiel. Ich bin leider noch nicht besonders weitergekommen, weil ich bin, wie du auch schon gesagt hast, so ein Spielhopper irgendwie und bin dann schnell dann auch mal abgelenkt. Bei mir ist immer das Problem, wenn ich längere Zeit nicht die Möglichkeit oder die Lust oder die Zeit habe, wegen Arbeit oder so, ein Spiel weiterzuspielen, verliere ich da irgendwann so die Connection dazu. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und dann fange ich lieber irgendwann neu an, in der Hoffnung, es wirklich durchknallen zu können, als da so ohne diese Connection wieder irgendwo so mittendrin im Spiel zu stehen und einfach so ein bisschen das Feeling verloren zu haben. Und das hatte ich halt bei Death Stranding jetzt schon 2 oder 3 Mal und bin da irgendwie noch nicht so richtig über gewisse Punkte hinausgekommen, was sehr schade ist, weil es mir eigentlich sehr gut gefällt. Und auf solche Spiele warte ich im Moment halt auch, ne? So wie du gerade gesagt hast, dass ich mal wieder so Spiele habe, die, ja, die irgendwelche Knöpfe bei mir drücken, die mich, keine Ahnung, vielleicht zum Nachdenken anregen, vielleicht einfach richtig geil abholen mit einer coolen neuen Gameplay-Mechanik oder mit einer Gameplay-Mechanik, die einfach mal so ein bisschen einen coolen neuen Twist hat. Fand ich früher zum Beispiel mega geil, so die ersten Spiele, wo du dieses Schlossknacken machen konntest mit so Dietrich links, Dietrich rechts und dann drehen und hebeln und keine Ahnung und halt so die richtige Position finden. Mittlerweile bei so Spielen wie Skyrim habe ich so meine 3 Startpunkte, wo ich automatisch so mich so hinbewege und dann ist es meistens schon richtig, weil man das irgendwann einfach so drin hat. Da geht es ja nur noch so um Millimeter. Ist halt auch nicht mehr so innovativ, aber solche Sachen fehlen mir, dass auch mal wieder so neue Minigames irgendwo sich erdacht werden, um so das Spiel mal aufzulockern oder dass, keine Ahnung, dass auch mal wieder ein bisschen mehr mit Sound gespielt wird, anstatt mit Grafik. Ne? Also damals so, als die Battlefield 3 Battlefield 4 und so weiter gekommen sind mit der DICE Sound Engine, wo dann alles so abgemischt ist und es klang halt wirklich wie ein Krieg, der gerade ausgebrochen ist. Das war dann so eine Soundrevolution, die seitdem wirklich ungeschlagen ist tatsächlich, meiner Meinung nach. Und das brauchen apropos, wir. Apropos ja? Battlefield, sorry, dass ich dir da gerade ins Wort falle, ja, alles gut. Aber Battlefield 5 kommt nächsten Monat als PS Plus Game raus. Mhm. Für die, die es vielleicht interessiert. Also ab dem 4. Mai. Ja, für Konsolenspieler mit Sicherheit auch zu empfehlen. Allerdings muss ich sagen, ich habe es auf dem PC gespielt und das ist auch so eine Art Spiel, Shooter, schnell, kompetitiv. Das muss ich auf dem PC spielen. Da bin ich auf der Konsole einfach noch schlechter, als ich es am PC bin. Da kann ich es komplett vergessen. Aber für die Konsolen-Shooter-Freunde da draußen eine klare Empfehlung. Gerade wenn es gratis ist, nehmt das Ding mit, könnt ihr nichts falsch mitmachen. Und wenn es nur ein kurzer Zock nebenbei ist für ein paar Matches, geht das immer. Bin ja auch pro Battlefield und eher contra Call of Duty, wobei es nicht wirklich contra ist. Ich habe auch die neueren Call of Duty-Teile, aber bin da einfach nicht so im Multiplayer drin. Ja, ihr Lieben. The Medium war es, ist mir wieder eingefallen gerade. The Medium, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt oder von dem mal gehört habt. Gelesen das kam jetzt für die Series X exklusiv raus. Ich glaube, Series X und PC. Da war tatsächlich auch mal so ein Ansatz drin. Die haben auch so dieses, die haben nicht nur den Komponisten von Silent Hill, sondern die haben auch diesen Silent Hill-Ansatz so ein bisschen der Parallelwelt gewählt. Und da hast du es tatsächlich, dass du instant zwischenzeitlich im Spiel ein Splitscreen hast, dass du quasi die Protagonistin in der realen Welt siehst und in der Geisterwelt und du steuerst sie und du siehst sie quasi in beiden Welten gleichzeitig und löst dann parallel im Splitscreen Rätsel. Das fand ich auch mal ganz cool. Laut den Entwicklern wäre das so auf alten Konsolen auch nicht darstellbar gewesen, weil du halt instant noch diese zweite Welt dazu laden musst. Kann ich jetzt als Nicht-Entwickler, Nicht-Spieleentwickler nicht beurteilen, ob das dann so revolutionär wäre, aber es war auf jeden Fall mal ein Feature, was mich gefreut hat, so in einem Spiel mal zu sehen. Hm. Da gerne mehr davon. Ja, also überhaupt solche Sachen. Ne? Also gerne sich mal auch mehr trauen, aber das sind halt letzten Endes alles so gewinnorientierte Dinge, wo auch immer mehr Aktionäre und so weiter mit drin hängen. Die müssen denen halt gewisse Zahlen präsentieren und die können sich das kaum noch erlauben, irgendwas zu trauen. Weil wenn es auch nur ein bisschen daneben geht, dann ist halt das
direkt das totale Desaster da, ne? Aber du hast gerade was Schönes angesprochen, und zwar PC und Xbox exklusiv. Da klingelt bei mir nämlich folgendes Stichwort: Game Pass. Ja, ist ja auch was, wo wir uns noch drüber unterhalten wollten. Es gibt ja für die Xbox, beziehungsweise von Microsoft könnte man ja eher sagen, den Game Pass für die Konsole und oder den PC, um da diese ganzen Microsoft-Games zocken zu können. Was ja mittlerweile ein echt großes Portfolio ist, soweit ich das weiß. Ein bisschen am Aufstoßen hier, ekelhaft. Achtung, in Gang 3 muss bitte Kotze aufgewischt werden. Danke. Ekelhaft. Moment, ich muss hier kurz, hier kommt gerade einer mit dem Wischmopp. Moment. So. Ja, kann der hier wischen und ich erzähle weiter. Der Game Pass ist ja quasi so eine Art, ich sag mal, Köfferchen, das du dir für einen monatlichen Preis abonnieren kannst. Und in dem Köfferchen findest du eine recht große Auswahl an Spielen, die du dann quasi im Rahmen des Abos einfach zocken kannst. So ein bisschen PS Plus mit größerer Spielelandschaft, die dann quasi dauerhaft verfügbar ist, und hin und wieder werden da, glaube ich, auch die Titel ausgetauscht, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und genau. Das Spannende, was ich jetzt da gelesen habe, also der Game Pass, der ist ja schon seit einer ganzen Weile bei Microsoft so ein bisschen gang und gäbe. Das hat sich für Microsoft, glaube ich, auch sehr bewährt. Und Sony hat das bislang ja nicht. Ja, die haben ja nur ihr PS Plus, wo es dann ab und zu mal so ein Gratis-Spiel gibt. Und viel mehr ja eigentlich auch nicht. Und eben der Zugang zum Online-Service, klar. Und so wie ich jetzt gehört habe, überlegt Sony ja auch, da irgendwie so was Ähnliches anzubieten. Das würde mich sehr interessieren. Gerade für mich als Vielspieler ist das natürlich eine interessante Sache. Ne? Aktuell ist es ja so, zum Beispiel, dass mit dem Game Pass auch die, also für PC-Besitzer, eine PlayStation 5 eher interessant ist, weil sie mit dem Game Pass theoretisch als PC-Besitzer natürlich auch diese Xbox-Titel dann mitspielen können. In diesem Microsoft-Universum, sage ich mal. Das finde ich eigentlich sehr nice, so als Kompromiss, ne? Wenn man dann mal so ein Xbox-Spiel zocken will oder so. Aber ich finde den Ansatz sehr interessant, dass Sony da scheinbar so ein bisschen nachziehen will. Könnt ihr euch das so vorstellen, dass so ein System für Sony auch aufgeht? Oder denkt ihr vielleicht, das könnte ja so als billiges Wannabe-Abklatsch-System dann gelten und vielleicht gar nicht so den Anklang finden, wie sie erhoffen? Da kann ja Christian gerne als PS4-Besitzer erstmal einspringen und dann würde ich danach mal meinen Senf dazu geben. ich muss ehrlich gestehen, ich ehrlich gesagt von der Xbox so gar keinen Plan. Dementsprechend sagt mir das mit dem Game Pass so gar nichts, was das jetzt genau ist. Du hast ein Monatsabo und hast halt Zugriff auf einen gewissen Spielekatalog im Prinzip. Einen relativ großen. Ja, sowas Ähnliches gibt es doch meines Wissens nach tatsächlich schon bei der PlayStation, und zwar das PS Direct. Oder irre ich mich da? Weil das PS Direct ist ja zum Beispiel auch, du zahlst einen monatlichen Beitrag und hast oder kannst dir dann halt kostenlos oder hast da Zugriff auf einen Katalog. Ne, es sind nicht unbedingt die neuesten Spiele dabei, aber das ist quasi wie das PS Plus, nur in groß. Gerade mal gucken. Genau, und ich glaube, PS Now gibt es auch noch, oder? Das war, glaube ich, dieses. Oder PS Now, Entschuldigung, nicht Direct Now. Oder? Okay. Bin tatsächlich in diesem PlayStation Now-System und so weiter gar nicht so drin, ehrlich gesagt. Aber PS Now ist ja im Prinzip auch ein Abo. Und da hast du tatsächlich Zugriff auf, wie hier auf der Homepage steht. Ich habe es jetzt parallel mal aufgemacht. Das scheint schon so ein bisschen was Game Pass mäßiges zu sein. Tatsächlich wird hier auch aufgeführt PS4, PS5 oder PC, wo neue Spiele genau, jeden Monat dazukommen. Genau, du kannst tatsächlich auch PC spielen. Genau, und wenn man jetzt mal schaut auf der Seite von PC Games, und das ist ich habe jetzt gerade mal geguckt, das ist der Artikel, den ich gelesen habe, und das ist ein Artikel vom 9.4. tatsächlich, geschrieben vom Andreas Bertitz, Ehre wem Ehre gebührt. Und zwar sagt da Sony bzw. PlayStation 5, die Antwort auf Xbox Game Pass kommt, meint Ex-Entwickler von God of War, David Jaffe. Und zwar, ich fasse es ganz kurz zusammen, erklärt er hier in diesem Artikel quasi, oder laut diesem Artikel, dass seinen Informationen zufolge von Sony eine Antwort auf den Xbox Game Pass zu erwarten ist. So, also die scheinen da auf jeden Fall noch irgendwas zu planen. Das ist jetzt natürlich keine konkrete Ansage,
Aber ich denke mal, da geht es so ein bisschen auch auf Abwärtskompatibilität und sowas in die Richtung, das so ein bisschen auszuweiten. Ja, genau. Also vielleicht ist es eine Erweiterung von diesem PlayStation Now oder vielleicht wird dieses ganze Konstrukt einfach ein bisschen überarbeitet, um dann näher an Microsoft ranzurücken. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Da gibt es ja so auch keine konkreten Informationen zu. Aber ich finde es sehr, sehr witzig, denn ich habe das PlayStation Now tatsächlich schon sehr oft natürlich auf der Konsole gesehen, da irgendwo im Menü, ne? Aber mir das noch nie genau angeguckt. Und ich war jetzt gerade tatsächlich, ich kam mir gerade richtig ein bisschen dumm vor, als du das gerade gesagt hast, ist das nicht sowas wie? Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, hä, das scheint doch genau sowas schon zu sein. Aber das ist total verrückt. Mir war nicht bewusst, dass es das gibt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt was über meine Intelligenz aussagt, dass ich noch nie auf diesen Button gedrückt habe, um zu gucken, was das ist, oder ob das für mich als PlayStation-Spieler einfach so fernab aller Möglichkeiten zu sein scheint, dass es sowas gibt, dass ich da nie richtig reingeguckt habe. Ich weiß nicht, also davon ab, wenn ich den Preis hier sehe, 59,99 in Dollar, wäre es mir, glaube ich, auch einfach ein bisschen viel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ein Game Pass kostet, aber keine Ahnung, wäre mir, glaube ich, schon ein bisschen happig. Gut, ist jetzt auch für ein ganzes Jahr, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, das war bisher auch nicht attraktiv genug. Also einmal müsste das, glaube ich, nur Streaming sein, zumindest kenne ich so vom PC, dass du dann halt streamst auf deinen Rechner bei PS Now. Also bei What You Need steht Active Broadband Connection auf jeden Fall als Requirement. Ich glaube, das waren, also es kann sein, dass sie mittlerweile nachgezogen haben, aber bis vor so mal einem halben Jahr oder einem Jahr waren das eher so, spiele alte PS3-Titel, streame sie auf deine PS4 und dann halt irgendwelche PS4-Titel, die du dir normalerweise so nicht kaufen würdest oder mal kaufen würdest, wenn du zu viel Geld und nichts mehr zum Zocken hast. Und die großen Sachen waren halt nie so dabei. Deswegen wird es bei dir wahrscheinlich auch eher unterm Radar gelaufen sein. Während der Game Pass-Ansatz ja der ist, dass Microsoft sagt, alles, was von den Microsoft Studios kommt, Tag 1 ab Launch im Game Pass for free, kannst du dann spielen. Das ist also deren Ansatz, den die fahren. Und das ist das, was ich mir vorstellen kann, dass sie da quasi, also dass das quasi dieser neue Sony-Ansatz sein könnte, dass sie da eben eine Schippe drauflegen, ne, und sich da angleichen. Und da bin ich mir halt nicht so sicher, weil einmal Sony letztes Jahr gesagt hat, das, was Microsoft macht, das können wir uns gar nicht leisten. Also es würde nie funktionieren, wenn wir die Spiele so raushauen würden. Das wäre für uns nicht wirtschaftlich. Und wenn du dir halt Microsoft anguckst und wenn du dir auch die Finanzen anguckst, die machen halt ihren Großteil der Kohle, machen die mit den Services. Also Xbox Live, Game Pass, und die Hardware ist da eigentlich nur ein relativ kleiner Teil. Während das bei Sony ja immer so war, die gesagt haben, auch mit diesem We Believe in Generations, wir hauen die Konsole raus, wir machen Geld mit den Konsolen und dann haben wir unsere exklusiven Blockbuster, die wir für 69 Euro raushauen. Und jetzt soll es ja, ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile wieder zurückgerudert haben, 79 Euro kosten. Also sie sollten auch noch mal teurer werden. Ja, das ist schon und so. Und wenn du halt diese Einnahmequelle weg hast und jetzt sagen würdest, ihr zahlt halt, 10 Euro oder so im Monat und dafür kriegt ihr ja, wann denn eigentlich? Einmal im Jahr oder alle halbe Jahr sowas wie ein God of War und ein neues Last of Us oder sowas? Da weiß ich halt nicht, ob die, wenn ihnen einmal diese Einnahmequelle von diesen Exclusives wegbrechen würde, weil die Leute das einfach, sag ich mal, bei so einem God of War zahle ich einmal einen Zehner im Monat, spiele das einmal durch und dann kündige ich das wieder, wenn halt nichts Interessantes, Weiteres dabei ist. Dann weiß ich halt nicht, ob die da überhaupt noch genug Kohle mit dem Ganzen machen. Also da ist, glaube ich, einfach dieser wirtschaftliche Ansatz ein komplett anderer, bis Microsoft dann eben mit dem Game Pass um die Ecke kam und auch mit diesem, egal ob du eine Xbox One hast oder eine Series X oder eine Series S, du kannst bei uns alles zocken. Oder weil PC. Du eben mit dem Game, oder PC, genau, weil wir einfach nur deine Kohle für diesen Service haben wollen. Durch diesen anderen Ansatz weiß ich halt nicht, ob Sony es noch schafft, wirklich auch auf den komplett gleichen Ansatz umzustellen oder ob die einfach schauen müssen, dass sie dann einfach bei dem Ansatz, den sie haben, nämlich über Konsolen und Exclusives das Geld zu verdienen, ob sie da einfach nachschießen müssen. Ja, also generell dieses Abo-Modell, um Zugriff auf den Spielekatalog zu bekommen, gibt es auf dem PC ja auch, jetzt nicht nur im Rahmen des Game Pass, sondern bei Origin gibt es das ja zum Beispiel auch, ist ja auch ein Launcher, der ja in Mode kam, als damals, ich weiß gar nicht, irgendein Battlefield, ich glaube Battlefield 3 oder so, gab es dann nur über Origin zuerst.
Und da, so haben sie ein bisschen den Launcher in den Markt gekriegt. Da gibt es das ja auch. Und ich glaube, beim Uplay Launcher, beziehungsweise mittlerweile ist es Ubisoft Connect, gibt es sowas, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist gar nicht mehr so ungewöhnlich, dieses Modell. Über das Launcher-Chaos am PC müssen wir uns jetzt nicht unterhalten, um Gottes Willen. Kriege ich nur wieder Kotzkrämpfe für jedes Spiel einen Launcher und ach, furchtbar. Aber diese Modelle sind auf jeden Fall nicht so kurios, wie sie noch vor einigen Jahren gewesen sind. Also die sind, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel die genutzt werden. Für mich persönlich ist es nie so ganz interessant gewesen, weil ja, mir hat da immer so ein bisschen die Auswahl gefehlt an Spielen, die mich jetzt wirklich interessiert hätten. Ne, da war dann entweder ein Spiel drin, von dem ich wusste, ich werde es eh nicht allzu lange spielen. Da wäre es dann ganz nett gewesen, das einfach so über einen Monat quasi über so ein System zu nutzen. Aber dann gibt es auch immer wieder so diese Spiele, wo ich mir denke, ja gut, wenn ich dann so ein Abo habe, aber zeitgleich auf derselben Plattform, sagen wir jetzt einfach mal Origin, ein Spiel rauskommt, was nicht da drin enthalten ist, und ich habe schon dieses Abo, ich will aber auch dieses Spiel spielen, was da nicht drin ist, dann zahle ich das Abo und so ein neues Spiel und dann kommt es mir gleich wieder viel zu teuer vor. Das ist so, da drehe ich mich dann schnell im Kreis und denke mir so, ja scheiße, was will ich denn jetzt eigentlich? Und da muss ich Prioritäten setzen und im Normalfall, aus irgendeinem Grund, stinkt bei mir so ein Abo-System in der Regel ab. Zumindest wenn es um Spielebibliotheken dieser Art geht, sage ich mal. Ich bin da skeptisch, auch bei diesem ganzen Spiele-Streaming und so weiter. Ich meine, ich habe jetzt keine schlechte Internetleitung, ja, mit 500 Mbit Downstream und so, bin ich da schon ganz gut dabei, 50 Mbit Upload. Da macht schon Internet Spaß, aber wenn ich jetzt so ein Spiel streame und da ist auch nur ein Ticken die Verbindung scheiße, ist halt einfach direkt alles scheiße. Ja. So, da macht es halt einfach keinen Spaß. Ja, und ich habe schon verhältnismäßig gutes Internet, was den deutschen Durchschnitt angeht. Aber auch da habe ich halt Einbrüche und keine Ahnung was. Grüße gehen raus an Vodafone. Fickt euch. Das Ding ist, Spiele Streaming, um so ein bisschen von diesen Abo-Kisten wegzukommen, weil da hat scheinbar keiner von uns gerade so eine richtig verlässliche Info zu. Ich lenke dezent von diesem Thema ab. Bei diesen ganzen Streaming-Geschichten bin ich persönlich halt sehr skeptisch. Ich habe sowas noch nie genutzt. Also Spiele quasi, ich kaufe mir das oder leihe mir das und streame das, ohne es lange runterladen zu müssen und so weiter. Habe ich persönlich noch nicht genutzt. Ich bin auch kein Fan von diesem, wie hieß es noch gleich, war ja auch so ein Rohrkrepierer irgendwie gefühlt, Google Stadia. Hieß es Google Stadia? Mhm. Oder ist das dieser Zuckerersatz für einen Kaffee? Nee, ach, keine Ahnung. Nee, nee, das war Stevia. Stevia, ja, siehste. War zumindest ähnlich. Nah dran. Close enough. Weiß ich nicht, hört man irgendwie auch nichts mehr wirklich von. Und ach, keine Ahnung, von Steam gab es doch auch diese Hardware, Steam Link. Ne, wo ich jetzt quasi unten am Fernseher im Wohnzimmer so ein Steam Link hätte anschließen können mit einem Controller und hier oben hätte mein PC an sein können und ich hätte quasi unten auf dem großen Fernseher meine Steam-Spiele quasi gespielt irgendwie so. An sich eine nette Idee, funktioniert auch etagenübergreifend eigentlich ganz nett. Ich habe so ein Ding hier, habe das mal ausprobiert irgendwie, habe ich nach einer Woche wieder in die Kiste gepackt irgendwie, weil es einfach nicht praktikabel für mich war. Was bringt mir der Scheiß, wenn ich meinen Rechner hier oben anhaben muss? So, weiß ich nicht. War irgendwie nicht geil. Bin ich irgendwie kein Fan von. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr sowas schon mal genutzt? Irgendwie so ein Spiele-Streaming oder auch so ein Steam-Link oder irgendwas Vergleichbares? Das würde mich total interessieren, ob ich einfach der Einzige bin, der das scheiße findet. Es gibt viele Leute, die es geil finden. Oder ob das einfach so ein Rohrkrepierer irgendwie ist. Willst du anfangen, Christian? Ja, okay, danke. Ja, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich das noch gar nicht genutzt habe. Das war auch für mich so noch absolut nicht interessant. Nicht nur, weil ich noch eine deutlich schwächere Internetleitung habe, sondern auch einfach, was ich gesehen habe beim PS Now. Spiele, die mich interessieren, sind vielleicht für einen Monat quasi da verfügbar. Und das übt ja so ein bisschen einen Druck dann aus, dieses Spiel irgendwie dann in diesem einen Monat durchzurattern. Und bei Spielen, ich sag mal jetzt einfach mit Open World, wo du wirklich Stunde um Stunde um Stunde da drin verbrennen kannst, da steigt ja dieser Druck, das irgendwie zu beenden, dann noch umso mehr.
Und das ist für mich ja dann so ein bisschen kontraproduktiv, weil ich möchte ja gern beim Spiel entspannen und nicht auf Teufel komm raus das irgendwie noch beenden, ne, weil es dann, was weiß ich, morgen nicht mehr verfügbar ist. Na, also für mich persönlich ist es auch so, dass es absolut uninteressant ist. Ne, ich möchte gerne ein Spiel kaufen. Ich möchte es spielen in der Geschwindigkeit, in der ich spielen will, weil ich bin auch so ein Gamehopper. Und ich will keinen Druck dabei haben. Also ich habe tatsächlich jetzt sowohl Stadia als auch GeForce Now, das ist ja so der Nvidia-Konkurrent in Sachen Streaming, als auch Project X Cloud, das ist ja das Microsoft-Angebot, ausprobiert. Und ich finde das hervorragend, wenn du halt gerade nicht vorm Rechner sitzen kannst oder vorm Fernseher sitzen kannst und trotzdem irgendwie zocken möchtest. Also ich habe zum Beispiel, was ich total klasse finde und das für mich auch so ein bisschen jetzt so in der Zukunft des Gamings ankommen ist, dass wenn ich jetzt mein iPad zum Beispiel mitnehme und, weiß nicht, bin jetzt gerade aktuell ja nicht, aber ich wäre jetzt auf Reisen bei einer Konferenz und würde abends dann im Hotelzimmer sitzen, dann klappe ich mir mein iPad auf, hole mir meinen Xbox-Controller, schließe den per Bluetooth dann an und mache dann xCloud auf oder GeForce Now auf und kann dann quasi über den Browser des iPads, kann ich dann Cyberpunk oder Watch Dogs Legion oder sowas spielen. Je nachdem, ob ich dann das Spiel besitze als Xbox-Kunde oder als Steam-Kunde. Also du kannst bei GeForce Now kannst du zum Beispiel auch deine Steam-Bibliothek connecten und kannst dann halt auch die Games, die du besitzt, die von GeForce Now unterstützt werden, die kannst du dann halt auch zocken. Und das finde ich halt mega, mega cool. Und das ist das, was ich finde, was Stadia nicht bietet, weil du dir bei Stadia ja das Spiel nochmal kaufen musst. Ja gut, das sind ja auch halt unterschiedliche Systeme, ne? Also ich habe es jetzt so ein bisschen lapidar in einen Topf geworfen, ne? Aber es sind ja schon ein bisschen unterschiedliche Geschichten. Ja, im Endeffekt ist es ja alles Streaming, Game-Streaming. Ja, aber halt mit anderen, ich sag mal, andere Schwerpunkte, ne? Oder andere Vorstellungen. Genau, Google hat halt die Vorstellung, ihr kauft das Spiel bei uns für teuer Geld und zwar teurer als auf Steam oder teurer als auf der Xbox und könnt es dann über uns streamen und GeForce und beziehungsweise Nvidia und Microsoft sagen dann halt, naja, wenn ihr die Spiele besitzt und in eurer Bibliothek habt, dann streamen wir euch die halt quasi kostenlos. Aber du musst ja zum Beispiel bei Microsoft dann auch die Xbox dafür nicht anhaben. Das wird halt aus der Cloud gestreamt und bei GeForce ist es ja auch so, du musst den PC auch nicht anhaben, sondern GeForce hat halt die Titel, die sie unterstützen, gleichen das mit Steam ab und streamen das dann halt auf dein Endgerät deiner Wahl. Also da musst du dann halt auch keinen Rechner für anhaben. Ja. Und sowas, also da verstehe ich zumindest den Reiz. Ne? Also ja. So wie du es beschrieben hast, das bietet einfach andere Möglichkeiten. Da ist irgendwo ein Rechenzentrum und oder steht halt irgendwo ein Server und der streamt mir das Spiel auf meinen Rechner und so weiter. Das finde ich deutlich interessanter als das, was ich jetzt mit Steam Link beschrieben habe zum Beispiel. Ne? Das ist nett, hat auch seine Daseinsberechtigung vielleicht für den einen oder anderen, aber stinkt im direkten Vergleich halt einfach ab. Sind natürlich auch unterschiedliche Paar Schuhe, aber ist halt trotzdem alles so ein bisschen Streaming und Übertragung und Pipapo und so weiter. Aber so, ich glaube, so im Großen und Ganzen kann man sagen, dass diese Streaming-Geschichte auf jeden Fall nichts für die breite Masse ist oder zumindest nicht in der breiten Masse angekommen ist. Also ich würde es schon noch als Nischenprodukt bezeichnen. Mit Sicherheit mit Zukunftspotenzial, aber weder hört man da regelmäßig was von, wenn man sich jetzt da nicht direkt so infomäßig reinstürzt, noch wirkt es im Moment so ausgereift, dass ich sage, das sollte man schon haben. Es hätte halt das Potenzial für die breite Masse. Ich glaube, das ist das Entscheidende und worauf die Firmen auch gerade so ein bisschen setzen, weil wie kannst du denn die breite Masse besser erreichen, wenn nicht so, wie du sagst, du brauchst hinterher keine Xbox kaufen, du brauchst keinen High-End-PC kaufen, sondern wenn jetzt zum Beispiel Microsoft hingeht und sagt, wir tun uns mit Apple zusammen und der Game Pass mit xCloud kommt jetzt auch auf Apple-Geräte, dann brauchst du einfach nur ein iPhone oder ein iPad, klappst das auf, machst die App auf und kannst dann halt für einen Zehner im Monat auf einmal Spiele spielen, obwohl du halt vielleicht mal, sag mal, vor 10, 15 Jahren Zocker warst und irgendwann gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr, den neuesten Rechner zu kaufen oder mir eine Konsole hinzustellen. Und auf einmal fangen die
die Väter, die durch ihre Kinderjahre lang nichts machen konnten, auf einmal wieder an, auf ihren Smartphones dann zu zocken und zu streamen. Und so hast du, glaube ich, dann wirklich dieses Potenzial, eine breite Masse anzusprechen, indem du die Hardware dann aus der Gleichung rausnimmst. Aber es ist halt, glaube ich, noch nicht so ausgereift und der Vertriebsweg ist noch nicht da oder noch nicht geklärt, dass wir diesen Schritt dann haben zu der breiten Masse. Ja, also da fehlt auf jeden Fall noch was. Man merkt aber, denke ich schon, wo die Reise hingehen könnte. Und ich finde, es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Das ist jetzt nichts, wo ich von vornherein sagen würde, ach, das ist Bullshit, das braucht keiner. Ich sehe im Moment einfach nur noch nicht so ganz, dass es wirklich da ist, wo es sein will. Oder wo es am Anfang gesagt hat, jo, wir kommen jetzt, hier sind wir sind eure Zukunftsprodukte. Das ist ja leider so ein bisschen ein Rohrkrepierer gewesen, weil es einfach vielleicht ein bisschen seiner Zeit auch noch voraus ist aktuell. Aber das ist ja nicht schlecht. Die Leute haben jetzt Zeit, das alles weiterzuentwickeln. Und dann, wenn es relevanter wird, sind wir da vielleicht schon auf einem viel besseren Weg, als es jetzt ist. Also ich sehe das durchaus positiv, auch wenn es jetzt im Moment eigentlich keinen Schwanz braucht. Unbedingt, ne? Genau, richtig. Also da gibt es jetzt gerade auch mit der Switch, und ich muss sagen, ich war schon lange kein Nintendo-Konsolen-Fan mehr in dem Sinne, also dass ich wirklich das viel genutzt habe oder so. Ich hatte zwar damals auch eine Wii U, fand ich wegen dem Controller von der Idee her ganz geil, habe ich aber so wenig mitgespielt, weil es alles so klobig, klotzig war und alles so langsam geladen hat und das war irgendwie nix. Aber die Switch habe ich mir tatsächlich auch relativ schnell geholt damals, weil es mich einfach vom Konzept her überzeugt hat. Also dieses Docking, ich meine, das hat jetzt auch nichts mit Next Gen zu tun, aber dieses Docking-Prinzip, das einfach nahtlos wieder auf dem PC abzuspiegeln, wenn ich aufs Scheißhaus muss, koppel ich das Ding aus und nehme das Ding mit und hüpfe, während ich da meine Würstchen produziere, irgendwie trotzdem mit Mario weiter durch Mario Odyssey oder wisst ihr? Ja, ich weiß, ich bin bekannt für Bilder im Kopf, ne? Also. Ja, vor allem Mario, dann auch noch spielen die abends auch. It's a me, Malario. Nein, das ist einfach ein Konzept, das für mich aufgeht. Ich kann, wenn ich abends zocke irgendwie und mache dann irgendwann den Fernseher aus, nehme ich das Teil noch mit irgendwie ins Bett und zocke dann noch eine halbe Stunde weiter oder so. Oder kann es nochmal mitnehmen zur Arbeit für die Pause oder einfach nur unterwegs, wenn mich der Fernsehteil davon überhaupt nicht interessiert, einfach als Handheld die ganze Zeit nutzen, finde ich, ist ein super geiles Konzept. Ist für mich auch komplett aufgegangen. Ich habe bei weitem nicht so viel Switch gespielt, wie ich gerne wollte, weil der PC dann am Ende des Tages irgendwie doch immer interessanter ist. Aber ich finde es immer wieder echt eine gute Sache und es macht wirklich Spaß. Also die Switch ist da auf jeden Fall, läuft für mich so ein bisschen immer unter außer Konkurrenz. Aber das waren bis jetzt fast immer alle Sega-Konsolen und Nintendo-Konsolen. Die waren irgendwie nie so mit den großen Konkurrenten zu vergleichen, weil die immer so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht haben. Das hat mir aber immer schon sehr gut gefallen. Wenn wir in Richtung Next Gen einfach nochmal gucken, beziehungsweise auch, ich sage mal, nicht in Richtung Launcher, sondern auch die Storefront uns mal anschauen. Wenn wir auf der PlayStation schauen, ist Teil des PlayStation Stores auf jeden Fall auch immer so ein bisschen die Produktpalette PS Plus. Also da wird so ein bisschen Cross-Promo betrieben, dass im Shop auch immer wieder ersichtlich ist, was ist denn jetzt hier so bei PlayStation Plus los? Und das liegt auch menütechnisch ganz nah beieinander. Und das ist eine ganz interessante Sache, finde ich, denn ich habe das Gefühl, dass der Shop bei der PlayStation 5 irgendwie ein bisschen ansprechender ist. Ich habe viel mehr Lust, mich da mal in dem Shop irgendwie umzuschauen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich finde das irgendwie cooler. Bei der PlayStation 4 hat mich der Shop irgendwie immer sehr genervt und ich hatte keine Lust, da überhaupt irgendwas zu suchen. Deswegen habe ich doch einfach gar nicht so viel gekauft. Jetzt bei der PlayStation 5 habe ich da hin und wieder doch schon mal das Gefühl, ich gucke mal rein, gucke mal, ob ich was Neues sehe und sortiere das vielleicht und gucke dann auch mal, was gibt es jetzt explizit für die PS5. Das fällt mir da irgendwie einfacher, das zu filtern und so. Und das ist irgendwie angenehmer gemacht. Wie siehst du das auf der Xbox? Beziehungsweise Christian, wie empfindest du das, wenn du jetzt in den Store reinguckst, und merkst du vielleicht irgendwie, das ist das Ende der aktuellen oder der Vierer-Konsolengeneration, weil der Shop sich irgendwie, da tut sich nichts mehr? Oder hast du das Gefühl, da wird immer noch für Inhalte gesorgt? Wie seht ihr das bei euch? Rollt da schon Heuballen durch den Shop? Willst du zuerst, Daniel, diesmal? Kann ich gerne machen.
Ich muss dazu sagen, ich bewege mich da im Shop relativ selten. Da schlägt sich wieder der Kreis zum Game Pass. Ich bin tatsächlich eher im Game Pass-Menü unterwegs und gucke so, was gibt's denn hier mal wieder Neues und was fliegt demnächst raus, was kann ich nochmal anspielen. Ich mache es halt wirklich so alle paar Monate, dass ich mal in den Store reingehe und gucke, ob ich da irgendwas verpasst habe. Das ist, ja, kann man eher sagen, 0815. Du hast halt die Cover alle nebeneinander schön der Reihe nach aufsortiert, kannst dann mal ein bisschen durchscrollen, ob dich da irgendwie ein Cover anspricht, ob du irgendeinen Titel verpasst hast. Das finde ich ganz charmant. Aber ansonsten bin ich tatsächlich eher wirklich im Game Pass-Menü unterwegs. Mhm. Und bei den meisten Titeln habe ich jetzt natürlich den Vorteil, dadurch, dass ich bei Xbox Dynasty ein bisschen involvierter bin, bin ich da ganz up-to-date, was jetzt neue Spiele angeht. Und da habe ich dann auch schon meine Favoriten, die ich da so ein bisschen rausgepickt habe. Und die kriege ich dann sowieso dann entweder zum Testen auf den Tisch. Ist natürlich auch Arbeit, muss man auch immer dazu sagen. Ist nicht immer nur Freude, Spiele zu testen. Oder ich schaue halt, dass ich mir die meistens dann eher in einem Sale hole, weil es bei mir dann Gott sei Dank nicht mehr so dringend ist wie früher, dass ich ein Spiel ab Tag 1 haben muss. Das ist dann tatsächlich doch eher vorbei und warte dann drauf, dass mal irgendwann der Reminder anspringt, dass jetzt ein Spiel reduziert wurde. Ja, dieses Day-One-Phänomen habe ich eigentlich auch nur noch bei richtig geilen Singleplayer-Sensationen, wo ich mir denke, so, das wird irgendwas, was mich atmosphärisch komplett abholt. Ne, sowas wie Hellblade zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder bei so einem Ding, wo ich mir denke, das ist so ein geiles Multiplayer- oder Koop-Spiel oder sowas. Das möchte ich unbedingt so früh wie es geht mit einem Kumpel zusammen zocken. Ja. Was ja auch sinnvoll ist, weil bei manchen Spielen ist die Lebensdauer ja nicht so lang. Und wenn es dir dann nach 2 Monaten holst, kann es auch sein, dass der Server dann auf einmal leer ist und du überhaupt mit niemandem mehr zocken kannst. Ja, also ich denke da tatsächlich primär an so Koop-Spiele, so, ne? Also die jetzt nicht unbedingt von Serverpopulationen oder okay. So abhängig sind. Mhm. Aber das hatte ich auch schon oft genug, ne? Dass man dann ein Spiel vielleicht total abfeiert und dann kommst du aber an eine Serversituation, wo das Spiel einfach floppt oder durch irgendeinen schlechten Launch oder so, dass einfach sehr schnell runtergeht von den Spielerzahlen und dann hängst du da ewig in Lobbys und kannst einfach nicht spielen. Was natürlich besonders bei reinen Multiplayer-Titeln sehr ärgerlich ist. Ja. Nee, wie gesagt, für die PlayStation 4, wenn ich mich da im Shop bewege, da ist noch so richtig, richtig viel Leben drin. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass man irgendwie erkennen kann, dass die das nach und nach irgendwie runterfahren. Nee, wie gesagt, also das ominöse Staubbällchen rollt noch nicht durch diesen Shop. Mal gucken, wann es das vielleicht tun wird. Ich vermute mal, vielleicht Ende des Jahres, Mitte nächsten Jahres, ist jetzt einfach mal so mein Gefühl. Ja, also ich denke mal, dass sich da schon was tun wird, sobald die PlayStation 5 lieferbarer ist und so ein bisschen mehr bei der breiten Masse ankommt, die jetzt noch so mit den Hufen scharrt. Ja, genau, das vermute ich auch. Also ich glaube schon, dass sie da schon so langsam einen Ausstiegsfahrplan vorbereitet haben. Denn die wollen dann natürlich auch, so meine Meinung, die neuen großen Deals abschließen und dann auch die neue Spielerschaft da so ein bisschen abholen. Weil ich glaube, dieses Generation-Ding, was Daniel jetzt schon ein paar Mal erwähnt hat, das wird schon noch so der Kern des Unternehmens sein. Und ich glaube auch, dass das für Sony bisher immer ganz gut funktioniert hat. Also ich meine, sonst würden die sich ja nicht immer so ein bisschen die Klinke in die Hand geben, Xbox und PlayStation. Es sind zwei Lager, manche haben beides, manche schwören fest auf eins von beidem. Aber so im Grunde, im Großen und Ganzen ist es ja so, dass die beide sich schon gegenseitig das Wasser reichen können. Es gibt auf beiden oder in beiden Lagern Vor- und Nachteile an der jeweiligen Konsole oder bei den Spielen, Exklusivtiteln und pipapo, preislich, Hardware, lalalala. Aber man kann ja jetzt nicht sagen, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen von Fanboy-Tum so ein bisschen löst, dass da eine Konsole ganz stark die Nase weit vorn hätte irgendwie und da ganz klar der Sieger wäre, wenn man sie gegenüberstellt. Und das ist ja seit Jahren so, dass die immer eigentlich koexistieren, mal friedlicher, mal weniger friedlich. Aber man kann jetzt ja nicht sagen, da gibt es den ganz klaren Sieger. Man kann jetzt natürlich Zahlen vergleichen, Hardware und so weiter. Was ist da besser, was ist leistungsfähiger und so weiter. Aber dann hast du auf der anderen Seite wieder zwei Punkte, die das dann wieder übertrumpfen, also in einem anderen Bereich. Ne? Also da, keine Ahnung, geht halt hin und her.
mache ich mir auch keine großen Gedanken drum, ehrlich gesagt. Ja, du hast halt eher so den medialen und Verkaufszahlen-Sieger und das wechselt sich ja auch ab. Ne? Das war, Microsoft war es halt mit der 360, während dann halt Sony mit der PS4 alles dominiert hat, weil Microsoft halt auch diesen unglaublich dämlichen Start hatte damals, die Xbox One als Entertainment-System zu verkaufen und halt nicht als Spielekonsole. Mhm. Und dann hast du halt, obwohl das Ding leistungsstärker ist, obwohl jeder so sein Lager an Exclusives hat, ne, Sony ist ja eher so die Richtung Third-Person-Action-Adventure und Microsoft ging dann eher in die Richtung Shooter oder teilweise auch noch mit ein bisschen Strategiespiele dazu gemischt. Da hast du halt so die kleinen Unterschiede, aber im Endeffekt tut sich das halt nichts. Und jetzt sieht es halt wieder so aus, als wenn das Pendel halt wieder eher in Richtung Xbox umschlägt, aufgrund des Game Passes auch, weil viele jetzt auch aus dem PS5-Lager wechseln. Naja, klar. Wahrscheinlich auch, weil Sony halt die Zügel halt auch ein bisschen schleifen lassen. Die haben sich dann auch ein bisschen ausgeruht. Das gleiche hat Microsoft aber in der 360-Ära auch gemacht. Die haben auch gedacht, die Xbox One, die reißen die Leute uns aus den Händen und haben auch nicht mit dem Backlash gerechnet. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass es halt auch, wenn wir immer so ein bisschen genervt auf dieses Fanboy-Tum gucken, dass es das Ganze gibt, weil dadurch hältst du eben die anderen Firmen auch so ein bisschen in Schach. Und wenn es jetzt nur eine großartige Konsole gäbe und die anderen hätten gar nichts zu melden, dann hätten wir wahrscheinlich seit Jahren Stillstand und Langeweile. Und FIFA 3000. Genau. Ja, das Ding ist, bin ich immer ganz froh, dass sich die beiden so ein bisschen behaken können. Ja, das Ding ist, wenn man sich so die Verkaufszahlen anguckt, ich hatte was gesehen vom März, glaube ich, also relativ aktuell. Und da habe ich gelesen, dass die PS5 4,5 Millionen Mal verkauft worden ist und die Xbox Series X, glaube ich, 3,5 Millionen Mal. Also ist schon ein deutlicher Unterschied eigentlich. Aber ich finde, man kriegt das gar nicht so richtig mit. Ich habe nicht das Gefühl, wenn ich jetzt die Medien verfolge oder auch so im Freundesbekanntenkreis und so weiter oder bei Kollegen, bla bla bla, wie auch immer, habe ich nicht so das Gefühl, dass irgendeiner wirklich die Nase vorn hätte. Ich finde, das ist totale Geschmackssache und ich finde es gut. Also ich fände es halt ähnlich, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, ich fände es total schade, wenn einer komplett die Nase vorn hätte und eine Konsole, die sich da mit im Wettkampf befindet, so ein totaler Rohrkrepierer wäre. Ich finde auch nach wie vor, dass das Ganze unterschiedliche Zielgruppen tatsächlich hat. Ne, so die breite Palette, die es auf beiden gibt, die sind natürlich so ganz, ganz klar an die Gamer adressiert und an so den 0815-Gamer. Dann hast du immer so ein paar Nischenspiele oder Exklusivtitel oder sowas wie Demon's Souls, was einfach nicht für alle da ist oder nicht für alle gemacht ist. Für den einen ist dann so diese Game Pass und PC-Kompatibilität wieder interessanter. Für den anderen ist es dann vielleicht auch so ein bisschen die Firmenpolitik von Sony oder wie sie Spiele veröffentlichen und keine Ahnung was. Da gibt es so viele Aspekte und du könntest dich bei diesen Diskussionen Stund um Stund im Kreis drehen und am Ende des Tages stehst du da und es gibt halt immer noch keinen klaren Sieger, weil den gibt es halt einfach nicht. Ja. Aber das, also ich sehe das wirklich positiv, weil das belebt halt wirklich das Geschäft. Sie müssen halt jetzt gegenseitig gucken und ich fand das total geil, dass Microsoft gesagt hat, hey Leute, was ihr da bei Sony mit eurem PlayStation DualSense Controller gemacht habt, mega geil, Respekt, coole Sache, fand ich einfach ein großes Ding irgendwie, weil man kann auch einfach mal zur Konkurrenz gucken und sagen, hey, das ist ein Ding, das habt ihr geil gemacht, das ist cool, aber schnallt euch an, fürs nächste Mal wissen wir müssen nachlegen, so, ne? Und das ist halt das, was es belebt. Und ich finde den DualSense Controller von der PS5 mega geil. Ich finde, der liegt gut in der Hand, der hat ein gutes Gewicht, ist nicht zu groß, nicht zu klein, hat einen guten Grip, irgendwie alles funktioniert gut. Design ist natürlich ein bisschen Geschmacksfrage, also farblich und generell so dieses Designschema, was sie jetzt für die PlayStation gewählt haben. Aber so an sich, finde ich, sind das die Dinge, die wirklich Leben ja reinbringen oder halt manche Dinge auch am Leben halten, wie so diesen Konkurrenzgedanken. Und Konkurrenz, finde ich, ist an sich erstmal nichts Schlechtes. Ja? Die treffen sich, gucken sich in die Augen und sagen, so, ich bin aber besser. Das sagen aber halt dummerweise beide gleichzeitig. Ne? Und da muss man halt gucken, wer kommt am Ende aus dem Zimmer wieder raus, wenn die sich geprügelt haben. Manchmal ist es der eine, manchmal ist es der andere. Beziehungsweise die treffen sich in einem Zimmer und am Ende geht Sony raus und hat bei Microsoft Cloud-Server gekauft. Das gab es ja auch schon. Also es gibt zwar natürlich noch diese Konkurrenz, aber die beiden Firmen sind ja auch auf mehreren Ebenen dann auch in anderen Sachen schon wirtschaftlich so zusammengerückt, dass man
Ja, ich würde nicht von freundschaftlich reden, dafür ist die Rivalität im Konsolenmarkt noch zu groß, aber da gibt es auf jeden Fall Überschneidungspunkte und das wissen die beiden auch und arbeiten da eher zusammen als gegeneinander. Ja, also letzten Endes geht es ja oft, glaube ich, auch einfach nur darum, ein paar Prozent mehr am Markt rauszukriegen als der andere, um einfach quasi so ein bisschen für die, für die Geldgeber, sage ich mal, gut dazustehen, ja, dass die wissen, dass es sich lohnt, weiter Geld reinzustecken, ja? Damit man auch die nächste Generation irgendwie noch entwickeln kann. Ich finde, es ist ein total spannendes Thema, Jungs. Ich bin tatsächlich ein bisschen traurig drum, dass der Christian heute ein bisschen im Hintergrund ist ein bisschen schade, aber ich hoffe, du hast trotzdem noch den einen oder anderen Gedanken dazu von dir reinbringen können. Es war tatsächlich ein bisschen anders geplant, muss ich sagen. Ja, komm, aufstehen, sonst hole ich einen Stock und komm pieksen. Aber es ist total spannend und ich finde es gerade richtig interessant, wie unterschiedlich das sein kann, wenn man wirklich mal so aus drei ganz unterschiedlichen Perspektiven auf so ein Thema guckt. Ich genieße das gerade total, weil ich allein jetzt während dieser Aufnahme so viel über Xbox gehört habe und den Game Pass und dieses ganze Microsoft-Konstrukt, worüber ich mir schon seit Jahren keine Gedanken mehr gemacht habe, ehrlich gesagt, weil ich aus diesem Xbox-Game komplett raus bin. Also ich hatte auch noch nie eine Xbox, wenn überhaupt dann so PC und darüber halt immer mal so ein bisschen was mitbekommen, was da so läuft. Das geht ja zum Glück noch. Aber ich finde es echt total spannend. Ich überlege gerade, was war die Xbox-Generation, wo damals Rise, Son of Rome der Launch-Titel war? Das war die Xbox One tatsächlich. Xbox One, genau. Das ist so ein Spiel, da habe ich mir kurzzeitig damals, das war kurz bevor ich mir die PS4 gekauft habe, das war dieselbe Generation, der PS4 und Xbox One, ja, ne? Glaube schon, oder? Genau, ja. Ich komme da so durcheinander, das ist so krass. Und da habe ich überlegt, PS4 oder Xbox One. Und ich hätte halt gerne die Xbox gehabt, einfach nur wegen Rise. Hab dann aber keinen anderen Selling Point mehr gefunden, warum es jetzt diese Konsole sein sollte. Und dann wurde es doch die PS4. Und dann kam es ja irgendwann später auf den PC. Und das ist ein Spiel, da würde ich mir so hart eine Fortsetzung von wünschen. Die war ja wohl auch mal in Entwicklung, wurde dann aber eingestampft. Das ist so ein geiles Spiel gewesen. Singleplayer, richtig gut. Multiplayer mit so einem Arena-Modus, wo man sich mit geilen Moves im Survival-Modus Welle um Welle stärker werdende Gegner. Boah, es war so geil. Es war wirklich großartig. Boah, es war wirklich gut. Gibt es bei euch ein Spiel, wo ihr sagen würdet, egal jetzt von was auch immer, also wenn man jetzt vielleicht auch mal von so Klassikern absieht, wie jetzt, ich weiß, Christian direkt wieder, da kommt ein neues Final Fantasy. also jetzt mal, wenn man von so logischen Dingen absieht. Klar, jeder, der GTA mag, der wird auf ein GTA 6 warten. Horrorfans werden Resident Evil The Village schon anpreisen und da vielleicht schon auf den nächsten Teil warten. Innerlich God of War-Fans, klar, God of War Ragnarök und was da noch so kommen mag. Das ist alles klar. Aber gibt es vielleicht auch so ein paar Unsung Heroes, wo ihr sagt, Spiele, die man vielleicht nicht so kennt, die aber trotzdem geil sind? Oder irgendwas so in die Richtung, wo ihr euch jetzt für die neue Generation was wünschen würdet als Fortsetzung. Und ich meine jetzt wirklich eine Fortsetzung, also nicht wirklich so ein Remake. Remakes sind ja viel zu verbreitet, meiner Meinung nach, in den letzten Jahren, sondern einfach mal so, da könnte es mal weitergehen. Gibt's da was, was euch im Kopf rumschwirrt? Darf ich? Ja. Es ist jetzt nicht unbedingt unbekannt, aber was ich sehr gerne früher gespielt habe, was für mich persönlich eine Fortsetzung wert wäre, wäre Bioshock. Das fand ich persönlich sehr interessant. Hast du alle Teile gespielt? Ich habe alle Teile gespielt. Ja, der letzte Teil war nicht so der Kracher, aber ich finde die Rapture-Teile brutal geil. Und wenn es wieder nach Rapture runtergeht, wäre ich auch sofort wieder am Start. Ja, ich befürchte tatsächlich, also fand ich vom Setting auch mega geil. Auch wirklich sehr innovative Spiele, das Setting, die Musik und so weiter, einfach super gut. Da würde ich, also ich verstehe, warum du das sagst. Ich befürchte, dass das so langsam einfach ausgelutscht ist, dass du nicht mehr dieses Wow-Gefühl hast. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Also klar können sie da irgendwas geiler in Szene setzen. Das perfekte Ende. Ja.
Darf ich noch ein zweites vielleicht in Raum schmeißen? Klar, und zwar, kann ich noch überlegen. Und zwar gab es zu PlayStation 1 Zeiten einen Prügler, ein Beat'em-up-Spiel, was ich unheimlich gerne gezockt habe, und zwar Bloody Roar, falls euch das was sagt. Mhm. Bloody Roar war auch, es war für mich so einer der extremst geilsten Prügler, weil man halt die Möglichkeit hatte, zwischen verschiedenen Formen, du hattest eine Menschform und eine Beastform, hin und her zu wechseln, und das Ding war so schnell, so actiongeladen. Es passierte so viel auf dem Bildschirm, du hattest teilweise echt brutale Kombos, die dann in die hunderte Schläge gingen, was einfach mal mega übertrieben war. Aber das war für mich, boah, das war wirklich so richtig, es hat mich richtig, richtig gefesselt. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Mir fällt tatsächlich gerade noch ein Spiel, das ich auch sehr gesuchtet habe. Es ist noch nicht so ultimativ alt. Ich muss gerade mal gucken, von wann das war. 2007, hat doch schon mittlerweile ein paar Jahre auf dem Buckel. Und zwar Stalker, Shadow of Chernobyl. Das fand ich sehr, sehr gut. Da gab es ja noch Folgeteile, Clear Sky und Call of Pripyat aus 2008 und 2009. Den ersten Teil fand ich sehr, sehr geil. Den zweiten, Clear Sky oder den Fortsetzer, wie auch immer, war jetzt kein Stalker 2, fand ich auch noch gut. Call of Pripyat habe ich nie wirklich gezockt. Aber das erste, das hat mich richtig geflasht, das fand ich gut. Sowas in die Richtung würde ich gerne mal spielen, wobei da so ein bisschen ja die Metro-Reihe jetzt in die Fußstapfen so ein bisschen getreten ist, aber Stalker, das hat mich gut abgeholt, da würde ich mir auch gerne was wünschen. Und natürlich Beyond Good and Evil, einer meiner All-Time-Favorites. Relativ unbekanntes Spiel, finde ich. Ich treffe selten jemanden, der das mal gespielt hat tatsächlich, wenn überhaupt nur davon gehört. Und da ist ja auch seit ewigen Zeiten Beyond Good and Evil 2 in der Mache irgendwie, was aber jetzt in eine ganz andere Richtung geht. Das finde ich sehr schade. Ja. Aber das, der erste Teil, das war auch was irgendwie so was ganz Einzigartiges hatte. Und ich liebe diese Spiele. Wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, die man so spielt und man kriegt sowas, was ganz anderes, als man eigentlich erwartet hat. So ein bisschen, das ist nicht der Held, den wir verdient haben, aber den Held, den wir brauchen. Oder ne? Da gibt es ja auch zig Sprüche, die so in diese Kerbe schlagen. So ein Spiel, wo man vielleicht was ganz anderes erwartet hat. Man kriegt dann aber ein komplett anderes Paket serviert und macht diese Wundertüte auf und denkt sich so, wow, cool. Das ist cool, weil mich das irgendwie flasht, weil die Story ganz anders ist, als man dachte oder. Und das würde ich mir echt mal wieder öfter wünschen. Das ist echt das, schade. Das hatte ich das letzte Mal tatsächlich bei Detroit Become Human. Das war auch so, es war ja quasi mehr so eine Geschichtenerzählung. Die du hast quasi einen Film zum Spielen gehabt. Interaktiver sozusagen. Film. Ein interaktiver Film zum Spielen. Und das hat mich auch super geflasht. Ich habe in den letzten Jahren selten an einem Titel so gehangen wie an diesem. Es gibt ja auch diese FMV-Games, die quasi so diese ich weiß nicht, wer das von euch kennt, dieses alte Akte X-Spiel zum Beispiel, ja, wo so mit echten Schauspielern Szenen gedreht sind und man klickt sich dann quasi von Szene zu Szene und löst dann da Dialoge aus und pipapo. Es ist im Prinzip auch so nicht viel anders als ein interaktiver Film. Das alte X-Akte-Spiel habe ich damals sehr geliebt. Und da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr viele tatsächlich von, also jetzt nicht von Akte X, sondern diese FMV-Spiele. So mit irgendwelchen Detektiven und all so ein Krempel. Da müsste ich mich eigentlich auch mal umgucken, weil da soll es auch ein paar richtig, richtig coole geben. Das ist auch so ein Genre, was gerne ein bisschen größer werden dürfte. Ist natürlich relativ aufwendig wahrscheinlich zu produzieren. So, Daniel. Da waren jetzt so viele Sachen dabei, die ich gerne aufgreifen würde. Einmal gibt es ein sehr cooles FMV, ich komme jetzt gar nicht mehr drauf. Ja, FMV. FMV, genau. Da komme ich jetzt aber gerade nicht auf den Namen. Suche ich nochmal raus, schicke ich dir auf jeden Fall zu. Das fand ich nämlich extrem cool. Das gibt es bestimmt auch für die PS4. Dann kommt ein Stalker 2 für Xbox exklusiv raus. Musst du dir also doch noch eine Xbox Xbox oder zulegen. Oder ein Game Pass.
Ich habe ja einen PC. Oder, ja, genau, im Game Pass kommt es auf jeden Fall Day One raus, aber ich weiß nicht, ob auch für einen PC. Wenn ich das oder alleine schon sehe, ne, Stalker 2 Official Trailer 4K dahinter. Ich kriege schon allein wegen diesem 4K wieder die Krätze. Genau, denn als PCler kennt man 4K ja nicht. Ist ja nicht so, dass man schon 5 Jahre, du kannst ja Half-Life 1 in 4K spielen auf dem Rechner. Naja, aber anderes Thema. Ich habe mir auch direkt 2 rausgesucht, wo ich gerne eine Fortsetzung hätte. Einmal natürlich, weil ich ein absoluter Silent Hill Fanboy bin, hätte ich gerne ein neues Silent Hill. Und ein Dead Space 4 hätte ich bitte. Aber ein richtiges. Ja. Echt? Oh, nach Dead Space 3 willst du noch ein Dead Space 4? Was stimmt nicht mit dir? Nee, ein richtiges Dead Space 4. Also ein wie Teil 1 Dead Space 4. Also du möchtest ein Dead Space 3. ich will ein richtiges Dead Space 3, so könnte das ist so ein bisschen wie bei Terminator, da gibt es ja auch keinen Teil 3 und 4. Ja, und ich habe letztens auch gesehen, eine Indiana Jones Box mit 4 Teilen habe ich auch nicht verstanden. Naja, also ich hätte gerne ein Dead Space 4, Dead Space 3, ein richtiges Dead Space 3. Es ist ja wie bei Dragon Age auch. Ich hätte auch gerne ein neues Dragon Age, es kommt ja auch ein neues Dragon Age, aber bitte nicht so wie der letzte Dragon Age Teil, sondern bitte so wie das allererste Dragon Age. Inquisition war wirklich. Ja, Inquisition hat halt erst einen geilen Eindruck gemacht, aber innerhalb der ersten Viertelstunde dachte ich mir so, das ist doch nicht Dragon Age, lasst mich in Ruhe. Ausgemacht, deinstalliert, nie wieder angemacht. Es war quasi, World of Warcraft-Fans werden mich dafür jetzt steinigen, aber es war ein Singleplayer-MMO, so kam es mir ein bisschen vor. Voll geschissen mit Icons und geh hierhin, geh dahin. Ich glaube, du kannst den Satz schon beenden nach vollgeschissen. Es war vollgeschissen. Genau, es war vollgeschissen. Oder mit leichter Abwandlung, es war voll beschissen. Ja, also ich glaube, es gibt tatsächlich einige Spiele, wo wir sagen, da könnte es mal weitergehen. Ich bin immer so ein bisschen, ich sage das sehr oft, vorsichtig optimistisch, was sowas angeht. Ich glaube, oftmals ist es so ein bisschen dieser Nostalgiefaktor, die Erinnerungen, die man damit verknüpft. Und ich befürchte halt immer, dass sowas dann nicht erreicht werden kann. Ne? Aber man darf ja trotzdem noch hoffen, oder? Also ist das zu utopisch gedacht? Nee, oder? Also ein bisschen hoffen darf man doch noch, dass Spieleentwickler vielleicht auch mal ihren fucking Job machen. Also gerade wenn du so alte Sachen noch spielst, wenn du jetzt in Silent Hill 2 dieses HD-Remaster nochmal spielst, gut, das hat andere Probleme, weil da irgendeiner auf die Idee kam, hey, die Konsole ist doch jetzt leistungsfähiger, dann können wir doch viel mehr Weitsicht darstellen und die einfach nicht verstanden haben, dass ja der Nebel und diese wenige Sicht eigentlich das ist, was das Spiel auszeichnet, aber du kannst es halt auch, wenn die Steuerung noch ein bisschen klotzig ist, immer noch spielen und es ist trotzdem immer noch ein geiles Spiel. Von daher denke ich, da gibt es auf jeden Fall Games, die auch gut gealtert sind, wo es nicht nur Nostalgie ist. Aber es gibt natürlich auch viele Spiele, wenn du die heute noch mal irgendwie zockst, wenn du dir mal so eine Version da, auf der Switch gibt es das ja auch, ne? Da kannst du auch viele alte Spiele noch mal spielen. Ja. Wenn du das dann noch mal spielst, gibt es auch viele Spiele, wo ich mir denke, okay, was fandst du da damals cool dran, die dann einfach eher der Zeit damals geschuldet waren. Ja, kennt ihr? Ich glaube tatsächlich, also ich würde fast sagen, der Daniel könnte es kennen. Vermute ich einfach mal, zumindest vom Hören. Bei Christian gehe ich fast davon aus, dass du es nicht kennst. Lands of Lore. Yes. Sehr schön. Nö. Yes. Richtig. Wir sollten da vielleicht mal so ein Bingo-System entwickeln. Ich habe da ein relativ gutes Feeling. Lands of Lore ist eine dreiteilige Reihe. Lands of Lore, den ersten Teil, weiß ich gerade nicht mehr, wie er hieß. Irgendwas von irgendwas bis irgendwas. Lands of Lore 2 war Guardians of Destiny. Der war mega gut. Das war auch teilweise so mit echten Schauspielern vor Greenscreen und so weiter in so einer Fantasy-Welt. Das hat mich von der Story, ich will jetzt auch gar nicht zu viel über das Spiel erklären, ist eh uralt. Das war noch gut hier mit von Westwood Interactive oder wie das Studio hieß. Lands of Lore, Guardians of Destiny, genau, das schöne grüne Logo auf schwarzem Hintergrund. Guardians of Destiny, das hat mich richtig abgeholt, also kurz zusammengefasst, du warst ein, ja, mehr oder weniger eigentlich erst ein Anti-Held so ein bisschen, der ein kleines Problem hatte, der hatte einen Fluch auf sich und du hast dich in den ungünstigsten Situationen entweder, was standardmäßig ein Mensch, du hast dich entweder in so eine kleine Eidechse verwandelt oder in so eine riesige Bestie.
Und das ist immer dann passiert, wenn du es überhaupt gar nicht brauchen konntest. Du standst in der Höhle irgendwie und dann warst du plötzlich zu groß und bist nicht mehr durch einen Spalt durchgekommen. Oder du hast dich im richtigen Moment verwandelt, wurdest klein und konntest plötzlich durch irgendein Loch irgendwo an der Seite lang und hattest wieder einen neuen Weg und so weiter. Da gab es Magie, man konnte kämpfen, man konnte Sachen looten und das war mega geil von der Story. Das hatte so eine richtig einzigartige Stimmung und da sind wir wieder bei diesem Thema. Ne? Sachen, die uns wirklich mitreißen und das sind die Spiele, an die erinnere ich mich noch heute. Ich habe mir das jetzt wieder über Good Old Games mal wieder installiert. Und da sind wir dabei. Das funktioniert nicht mehr. Davon würde ich mir einfach was Neues wünschen, denn das Spiel ist immer noch geil. Den Sound kann ich mir immer noch geben. Die Grafik ist natürlich alt, aber sie funktioniert für mich noch. Aber die Steuerung ist absoluter Rotz. Das geht nicht mehr. Also man kann sich nicht richtig mit der Maus umgucken. Das funktioniert alles nicht so. Und es ist halt, du kannst das zwar mit Maus steuern und so weiter, aber das ist nicht dieser Steuerungskomfort, den man heute kennt. Also wie man Spiele gesteuert hat, hat sich ja auch über die Jahre total entwickelt, bis hin jetzt zur aktuellen Next-Gen. Aktuelle Next-Gen, macht auch eigentlich keinen Sinn, egal. Früher zum Beispiel sich bewegen zu können nur über die Pfeiltasten auf dem Computer. Ja? Heute ist eigentlich WASD Standard. In älteren Spielen gibt's das nicht. Da muss ich die Pfeiltasten benutzen. Und da gab's doch nicht so verrückte Sachen wie Tasten selber belegen. Wozu auch bei einer Tastatur mit so vielen Tasten? Warum soll ich die denn frei belegen können? Haben die sich damals gedacht aus irgendeinem Grund. Und das sind so Sachen, du hast manchmal Spiele, die sind noch geil, aber du kannst sie einfach nicht mehr spielen, weil es fucking Augenkrebs, Ohrenkrebs, Gameplaykrebs oder Steuerungskrebs ist. Du hast manche alte Spiele, die sind richtig schwammig von der Steuerung. Ich habe ja neulich im Stream zum Beispiel mal in die Remastered-Version von Shadow Man reingeschaut, auch ein geiles Spiel übrigens. Mit sehr cooler Atmosphäre. Leider aber auch in der Remastered-Version nicht ganz so geil. Das Grundgerüst ist einfach kacke. Aber ist ein cooles Spiel. Und das sind so Spiele, die würde ich mir gerne in einer richtigen Neuauflage wünschen. Neues, also halt nicht so ein Remastered oder Remake oder so, sondern wirklich in ein neues Gerüst gepackt und einfach versuchen, möglichst viel von dieser Atmosphäre mitzunehmen. Und das ist persönlich, um so ein bisschen den Bogen zu schließen und auch so langsam zum Ende der Folge zu kommen, ihr Lieben. Das ist das, was ich persönlich mir für die Next Gen wünsche. Auf der einen Seite mutiger sein, mal Neues ausprobieren wieder. Traut euch was. Ich weiß, das ist finanziell gesehen immer ein bisschen schwierig. Ich verstehe auch, wenn Leute das nicht machen, aber es ist halt super schade. Und auf der anderen Seite mal wieder alte Spiele auskramen und dann nicht ein fucking Remake draus machen, sondern das fortzuführen. Und zwar möglichst viel mit dem geilen alten Feeling. Nicht im Sinne von Nostalgie, sondern ich brauche diese Stimmung. Ne? Also ich diese Stimmung aus dem alten Spiel in die Jetztzeit transportieren und diese IP weiterführen. Wobei das mittlerweile bei ganz alten Spielen ja oft auch so ein Rechteproblem ist. Da sind die Rechte ja teilweise so verstückelt, dass man da nichts mehr gescheit mit machen kann. Gibt es ja leider öfters mal in der Spielebranche. Aber das würde ich mir so wünschen. Das ist mein persönliches Fazit von der heutigen Folge. Das ist meine Erkenntnis, die ich heute mitnehme. Das wünsche ich mir für die aktuelle Next-Gen, da ist es wieder, Generation. Was sind eure abschließenden Wünsche? Also was wünscht ihr euch von der Next-Gen, die ja so langsam zur Current-Gen wird? Also ich wünsche mir mehr Mut, mehr Frische auf Entwicklerseite. Ich finde die Hardware, die da ist, das ist eine super gute Grundlage. Da sind richtig, richtig coole Sachen dabei. Auch gerade wirklich Dinge, die uns Gamern das Leben erleichtern. Und ich hoffe einfach, dass es nicht nur aufgeblähte Grafik-Updates geben wird von Dingen, die einfach funktionieren, sondern dass diese Formeln auch mal fallen gelassen werden und man sich wieder an frische Konzepte rantraut, sich dann gerne auch mal aus dem Indie-Bereich was abschauen kann, um das in die sogenannten AAA-Produktionen einfließen zu lassen. Ja, und persönlich bin ich, hat so den kleinen Anknüpfungspunkt zu dir gerade auf Perfect Dark gespannt. Das ist ja das
Quadruple-A-Projekt, was Microsoft angekündigt hat, was so in die Richtung gehen soll, wie du das gerade gesagt hast. Man nimmt eben dieses Franchise, was schon lange brach liegt, was eine coole Atmosphäre hat, was auch diesen Nostalgiefaktor bei vielen aus dieser N64-Zeit noch mittransportiert und geht da halt einen frischen Ansatz, ohne die Wurzeln zu verleugnen. Das ist aktuell das, was versprochen wird. Bis auf einen Trailer hat man da ja noch nichts gesehen. Aber das ist tatsächlich auch mit das Spiel, wo ich diese Generation auch mit am meisten drauf hinfiebere. Christian? Ja. Was ich mir prinzipiell wünsche, ist erstmal eine PS5. Oha, oha, oha. Hallo. Hallo, liebes Christkind. Oh, es tut mir so leid, dass ich so lachen muss, aber Ich hab's ja forciert. Ja, aber es ist eigentlich so bitter. Wir sagen so, was wir uns so gerne wünschen würden und es ist alles so, ach ja, es ist schon lästig, dass es auf einer neuen Konsolengeneration noch nicht so viel zu zocken gibt und du sitzt da so, ja. Ja. Ja, genau. Ich muss ja sagen, ich habe mir ja bei eurem Dialog, der ja schon ein bisschen länger dauerte jetzt in dieser Sendung, beziehungsweise in dieser Folge. Ich kriege ein schlechtes so ein Gewissen, jetzt lass das, Mann. Habe ich mir auch mal so ein bisschen angeschaut, weil ich das tatsächlich noch nie verglichen hatte, wie die Leistungen zwischen der Xbox Series X und der PS5 eigentlich so sind. Ja, dafür hatte ich tatsächlich so ein bisschen Zeit nebenbei. Ich stelle mir halt gerade vor, warum musst du das jetzt so erzählen? Du machst ja voll das schlechte Gewissen, Mann. Ich stelle mir halt gerade vor, wie du schön so ein Buch nach dem anderen durchblätterst, Newsartikel durchstöberst, durch Foren surfst, irgendwie, oh Mann. Ich habe zwischendurch noch ein 3-Gänge-Menü gezaubert. Ach genau. Mann, ich habe voll das schlechte Gewissen. Ich habe meine eigene Konsole entwickelt, wer der über Konsolen gesprochen hat. Ja, genau. Ich habe die Switch einfach nochmal perfektioniert. Nee, ich jetzt aber mal im Ernst. Ich muss ja sagen, wenn ich das jetzt so einfach mal von den reinen Daten her sehe, da hat die Xbox ja tatsächlich so ein bisschen die Nase vorn, wenn ich das richtig sehe. Und allerdings nichtsdestotrotz werde ich mir eine PS5, wenn dann, anschaffen, weil ich einfach ich habe immer PlayStation gespielt und ich werde einfach immer weiter PlayStation spielen, egal wer mir sagt, hol dir eine Xbox, die ist viel besser, die hat die bessere Leistung. Ich bin halt einfach so ein richtiges Sony-Kiddie. Nee, aber was ich mir auch prinzipiell so ein bisschen für die Zukunft wünsche, ist das, was ihr beiden auch schon angesprochen habt, einfach mal so ein bisschen Frisches, also dass die Entwickler sich einfach gerne mal was Neues ausdenken, irgendwie andere Wege gehen, oder was, nicht, vor allem halt nicht immer auf diesen Remake, Redo, keine Ahnung, Scheiß Zug aufspringen, was jetzt so ein bisschen komisch klingt, weil ich tatsächlich auf das Final Fantasy warte, wobei das ja auch wiederum also ich würde es nicht als Remake sehen. Ja, die Geschichte ist die gleiche mit, ich sag mal, mehr Details drin, aber im Prinzip war es für mich tatsächlich ein komplett neues Spiel, auch wenn ich die Geschichte so im Groben wusste. Nee, aber prinzipiell, ich brauche kein neues FIFA 2000, 3000, weiß ich. Ne? Es gab ja auch so schöne Ableger wie zum Beispiel das FIFA Street. Das fand ich super erfrischend. Das war richtig mal was Neues. Ne? Und dementsprechend, wie ihr schon sagtet, einfach mal ein bisschen mehr Mut von den Studios. Ne? Und dann einfach mal den Mut dazu, einfach mal was Ungewöhnliches vielleicht auf den Markt zu bringen. Ja. Ich denke doch, das ist ein ganz gutes Schlichwort. Ein Schlichwort. Das war ein sehr gutes Schlichwort, Christian. Ich bin auch durch für heute, glaube ich, mit Blick auf den Tacho. Ja, das bist du. Wir haben es jetzt fast 11:30. Mein Bauch tut mir weh wegen dem Lachflash gerade, du Penner. Gern geschehen. Man muss ja an dieser Stelle sagen, normalerweise treffen wir uns Corona-konform. Christian kommt hierher seit Staffel 2 und wir nehmen das auf. Heute sind wir ja nur online unterwegs, ne? Also jeder bei sich zu Hause. Da haben wir eingangs ja schon eine schöne Entdeckung gemacht, dass wir hier alle aus derselben Region kommen.
Vielleicht bietet sich da in Zukunft, wenn Corona es zulässt, auch mal etwas anderes an. Vielleicht mal ein gemeinsames Grillen oder so. Ich glaube, da wären alle begeistert. Da bin ich dabei. Ja. Wenn es Bier und Fleisch gibt, bin ich am Start. Okay, hätten wir das schon mal geklärt. Und Bier auf Fleisch. Mit Bier Fleisch abgelöscht. Fleisch gefüllt Lecker. Mit Bier, Bier gefüllt mit Fleisch. Mal gucken. Also wir haben ja gemerkt, dass wir alle drei aus derselben Region kommen. Also ich denke mal, mir persönlich hat die Folge sehr gut gefallen. Das war jetzt auch mal so ein Experiment. Meine erste Podcast-Folge tatsächlich zu dritt. Mit einem etwas experimentellen Setup hier heute. Wo ich muss ich vorher noch ein bisschen rumfrickeln. Mir hat es aber sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beiden auch. Und sollte das der Fall sein, wird das mit Sicherheit nicht das letzte Mal in dieser Konstellation gewesen sein. Und ja, ich bedanke mich, dass du dir auch trotz Kindern und so weiter noch Zeit nehmen konntest, lieber Daniel. Es war mir mal wieder ein Fest. Sehr, sehr gerne. Ich bin ja auch froh, wenn ich mal über was anderes als über Kinder reden darf. Von daher vielen Dank für die Einladung und mir hat es auch megamäßig Spaß gemacht, mit euch zweien abzunörden hier. Genau, und das nächste Mal abzunörden klingt gerade irgendwie sehr dreckig irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich fühle mich gerade ein bisschen schmutzig. Passend zu deinem Folgentitel. Ja, genau. Lasst euch überraschen, welchen Titel diese Folge dann tatsächlich bekommt, aber es wird wahrscheinlich irgendwas sehr Zweideutiges werden. Checkt auf jeden Fall die Folgenbeschreibung mal aus oder die Shownotes, da werde ich auf jeden Fall mal einige der angedachten Folgentitel noch mit reinschreiben, die Daniel und mir im Vorfeld eingefallen waren. es geht nur noch bergab, so viel kann ich euch versprechen. Ja, jetzt sind wir hier mehr oder weniger schon am Ende und drehen uns wieder so ein bisschen dank mir im Kreis. Nach knapp 2 Stunden Aufnahme würde ich sagen, das war sie wieder, eure Dosis Mindcast für heute. Wir sind Markus und Christian und Daniel, die Nerds von nebenan. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und jetzt alle zusammen, lebt lang und in Frieden. Na gut, und erfolgreich. Ja. Drauf geschissen. Daran müssen wir noch arbeiten. Ja, spontan kannst du ja doch jetzt nicht sowas machen. Doch. Und weil mich das jetzt nervt, gibt es noch ein Outro. So. Nein, Spaß, das schneide ich danach hinter. Danach hinter. Ja. Genau. Ich finde den Song ja cool, muss ich sagen. Ja, ich finde ihn auch sehr gut. Habe ich auch zwischendurch mal einen Ohrwurm von gehabt. Da geht es nicht nur dir so. To save your day, games, movies, and more for geeks and nerds, your favorite podcast ever. The Mind Stalker is on his way. The Mindcast is here to save the day. The Mind Stalker is on his way, talking about things the Mindcast.